Bereits eine Woche nach dem Sieg gegen Schottland gewinnt Österreich in Berlin vor den Augen der FIFA-Delegierten gegen Deutschland 6:0. What a wonderful team, jubeln die englischen Abgesandten. Das Wunderding war ein Erzeugnis des Ringcafés, des Stammcaféhauses der Fußballfunktionäre und der Sportjournalisten. Und eigentlich war es nicht so sehr eine Schöpfung des Meisel wie der Sportjournalisten. Es ist ja das Schmiranski, dem er nannte die Sportjournalisten ein bisschen verächtlich, die Schmiranskis. Und die haben ihm mal eine Aufstellung vorgeschlagen, die er akzeptiert hat. Der Meisel hat schon die ganze Zeit experimentiert mit dem Innentrio. Das war also den Sinder, der hat er einmal genommen, dann hat er ihn rausgenommen. Denn der Sinder, der war ja ein hervorragender Spieler, ein einmaliger Spieler, aber ein problematischer Spieler. Der hat einmal eine glänzende Partie gespielt und dann zweimal hat er, wie es in der Fußballkreise, einen Deppen runtergehauen. Der war nicht bei Laune oder ist, also es hat der Nebenmann nicht gestimmt. Und erst wie er ein bisschen härter geworden ist, hat ihn dann der Meisel wieder genommen und hat ihn mit dem Gschweidl, denn vorher hat eigentlich fast immer der Gschweidl Hiltl, es war, hat gewechselt. Und da hat er gesagt, jetzt spanne ich einmal die drei zusammen, nicht? Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Innentrio, das ein Spiel gestalten konnte, Tore schießen und die Flügelstürmer auch einsetzen können, besonders mit der guten Läuferei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf ein Gespräch über den Visionär Hugo Meisel. Als Vater des österreichischen Wunderteams, das in den 20er und 30er Jahren für Furore sorgte, dürfte er vielen Fußballinteressierten bekannt sein. Zugleich ist er aber auch einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Fußballs. So war er maßgeblich an der Einführung des Profitums beteiligt und initiierte die ersten europäischen Wettbewerbe. Die Enkel von Hugo Meisel, Andreas und Wolfgang Hafer, sind studierte Historiker und forschten jahrelang unter anderem in Familienarchiven. In der 2007 erschienenen umfangreichen Biografie beleuchteten beide ein entscheidendes Stück europäischer Fußballgeschichte. Und ich freue mich sehr, beide Historiker heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön, gleichfalls. Andreas, ich fange mit dir an. Wo erreiche ich dich gerade? Ja, ich überreiße mich gerade zu Hause in Schorndorf, wo ich lebe. Es ist ein kleiner Ort bei Stuttgart, weit weg von Wien leider, aber trotzdem hat es mich halt hingeschlagen und hinverschlagen. Ja. Du hast Geschichte, Mathematik und Philosophie studiert und warst dann als Historiker tätig, ist das richtig? Nein, ich war als Lehrer tätig, also als Mathematiklehrer vor allem, weil man das am meisten gebraucht hat. Aber Geschichtslehrer und Philosophielehrer hier am Gymnasium in Schorndorf, das direkt neben mir liegt. Und bist Autor mehrerer Bücher? Ja, ich habe einige andere geschrieben auch, also meine Dissertation natürlich. Und dann habe ich mal was geschrieben über die Geschichte der Naturwissenschaften und der Art, ja. Wenn wir heute über Hugo Meisel reden, reden wir natürlich sehr viel über Fußball. Bist du Fußballfan? Unbedingt, ja. Also ich habe ja als Kind oder als Jugendlicher Fußball gespielt, sogar im Verein. Und dann bin ich natürlich Fußballfan gewesen immer, wobei jetzt ich nicht in dem Fanbereich bin, dass ich da mich nach meiner Fußballmannschaft kleide. Aber ich gehe sehr oft zum Fußball und das liegt hier nahe beim VfB Stuttgart zurzeit, der am nächsten liegt halt. Damit dürftest du ja aktuell recht positiv gelaunt sein. Ja, es ist immer die Frage, wann kippt es, gell? Das ist die Frage, die alle Stuttgarter Fans sich fragen. Wann es kippt, aber es ist, wie gesagt, ich bin jetzt kein eingefleischter Fan. Also wenn Stuttgart wirklich schlechter spielt, macht mir das auch nichts aus. Und wenn sie noch besser spielen, freue ich mich zwar, vor allem für meinen Sohn, der ist richtiger VfB-Fan. Der ist mit dem VfB quasi aufgewachsen. Wolfgang, du hast Geschichte, Germanistik und Politologie studiert. Ja. Und damit ich jetzt nicht in die falsche Richtung abbiege, was folgte dann? Naja, dann habe ich nach dem Studium das dringende Bedürfnis gehabt, endlich mal selbst Geld zu verdienen, habe auf eine Promotion verzichtet und stattdessen
bin ich auch in den Schuldienst gegangen. Erst ans Gymnasium und danach aus verschiedenen Gründen an eine berufliche Schule in Frankfurt. Und habe dort tatsächlich kein Geschichte unterrichten können, weil das dort kein Fach ist. Und habe dann später mich dann, gerade im Zusammenhang auch mit dem Buch, das ich mit meinem Bruder zusammen geschrieben habe, über Hugo Meisel, mich dann mehr und mehr mit Geschichte beschäftigt, vor allem auch mit dieser Familiengeschichte. Und zwar vor allem spezialisiert auf die Familie von Hugo Meisels Mutter, nämlich die Mautners, die ganz bedeutende Textilfabrikanten waren. Und zu dem Thema habe ich eine ganze Reihe von Aufsätzen geschrieben und auch mehrere Bücher veröffentlicht. Kommt natürlich auch bei dir die Frage, ob der Fußball in einem anderen Kontext auch eine Rolle spielt. Wir sind sozusagen mit Fußballfanatismus aufgewachsen. Also unsere Großmutter war eine begeisterte Fußballzuschauerin, meine Mutter, unsere Mutter ebenso. Und also die Begeisterung für Fußball ist uns in die Wiege gelegt worden. Trotzdem habe ich im Handballverein gespielt und nicht im Fußballverein, obwohl ich auch ein sehr guter Fußballer war. Und und Anhänger bin ich natürlich jetzt von Eintracht Frankfurt, zumal diese Mannschaft in den letzten Jahren eine ganz begeisternde Entwicklung genommen hat. Und das verfolge ich natürlich mit großem Interesse. Auch mit inspiriert von meinem Sohn, der ähnlich wie bei meinem Bruder ja auch der Sohn, ein großer Fan ist. Und in seinem Fall eben von Eintracht Frankfurt. Nun fallen die Namen VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Warum fällt kein Wiener Verein, Wolfgang? Naja, aus dem einfachen Grund, ich lebe hier. Ne? Natürlich schaue ich gelegentlich mal nach, wie geht es der Austria. Habe jetzt festgestellt, dass die Austria ausgesprochen schlecht dasteht. Ich glaube, im drittletzten Platz in Österreich zurzeit. Was bei dieser schwachen Liga schon sehr, sehr schwach ist. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwelche tieferen emotionalen Gefühle entwickeln könnte. Wie denn auch? Ich bin ja nicht dort und ich bin ja nicht verwurzelt dort. Und ich bin in Wien gerne, aber eben auch immer nur als Besucher. Das trifft auf dich auch zu, Andreas? Ja, klar. Aber ich war schon öfters bei Spielen von Austria. Immer wenn ich nach Wien fahre und Zeit habe, dann gehe ich dorthin. Und aber es ist wirklich ein Niveau, das vielleicht bei uns zweite Liga ist, bei der Austria. Es gibt ja ganz wenige Mannschaften in der österreichischen Liga, die mithalten können. Also natürlich Salzburg. Das ist die einzige Mannschaft im Grunde. Aber es ist natürlich irgendwie so ein Grundgefühl haben wir immer. Also, das weißt du ja auch aus unserem Buch. Der Hugo Meisel ist ja einer der Mitgründer im Grunde von Austria Wien. Und das verbindet irgendwie meine Mutter, war natürlich, obwohl die war eher, glaube ich, Fans von anderen Vereinen, als sie klein war. Aber die Austria ist da für uns schon ein wichtiger Platz. Und ist auch immer schon diese alte Aversion gegen Rapid Wien, selbst bei mir noch manchmal da, dass ich mich freue, wenn Austria gegen Rapid gewinnt. Aber das ist nicht wirklich, geht nicht tief. Gell? Also ich habe keine Tränen zu weinen, wenn Austria verliert und keine Jubelschreie, wenn sie gewinnen. Aber ein bisschen untermauert ist es schon, dass es da immer noch diese Austria-Beziehung gibt. Zumal die Austria natürlich, da gibt es einen sehr rührigen Menschen bei Austria, dafür gesorgt hat, dass gewissermaßen in dem Stadion, dem neuen Stadion von Austria, ein Gedenkraum für Hugo Meisel eingerichtet ist, in dem sehr viel von der Wohnung auch übernommen worden ist, die mal unsere Tante bewohnt hat und davor halt irgendwann mal auch der Hugo Meisel. Die kann man sich anschauen, da sieht man noch seinen Schreibtisch, man sieht noch Bilder von ihm und einiges andere. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Es gibt auch noch in Wien Favoriten den Hugo Meisel Weg. Aber kann ich sagen, dass Hugo Meisel ja ohne Frage eine Legende und eine zentrale Figur auch im europäischen, eben nicht nur im österreichischen, sondern im europäischen Fußball ist. Trotzdem ist sein Name im deutschen und europäischen Fußball, aber auch im österreichischen Fußball sehr wenig präsent. Ja, das ist eindeutig so. Das schreiben wir auch in unserem Buch. Also ein Beispiel. Es ist ja das Wiener Stadion umbenannt worden im Prater. Das Praterstadion nach einem berühmten Österreicher. Und
kann deswegen der Name Hugo Meisel dann in Frage, sondern das Stadion hat jetzt einen anderen Namen, Ernst-Happel-Stadion. Vielleicht weiß heute keiner mehr, wer Ernst Happel ist, aber wäre sozusagen ein Stückchen historische Gerechtigkeit, wenn der in Vergessenheit geraten wäre. Aber jedenfalls, Tatsache ist, dass Hugo Meisel tatsächlich in diesem Stadion mit seinem Wunderteam große Erfolge gefeiert hatte und es wirklich für mich bis heute unbegreiflich ist, wieso man nicht seinen Namen für dieses Stadion verwendet hat. Also das war damals die Ernst-Happel-Euphorie. Ernst Happel war gerade mit Hamburger Sportverein Champions-League-Sieger geworden und ein ganz berühmter Trainer in Hamburg und darüber hinaus aber auch noch in anderen Vereinen tätig. Ich glaube, das ist eher so diese Geschichte. Und Hugo Meisel ist vor langer, langer Zeit gestorben. Das ist schon, macht auch was aus, natürlich. Ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich euer Onkel Herbert auch sehr engagiert, um die Erinnerung so grundsätzlich wachzuhalten. Die Umbenennung eben des Stadions, des Praterstadions, wie er schon gerade gesagt, gelang nicht. Hat das bei ihm auch zu einer gewissen Frustration dann geführt? Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war uns, zu der Zeit war dieser ganze Fußballbereich in Österreich für uns relativ weit weg. Also für mich zumindest. Da waren die Interessen doch ganz anders geartet. Stärker auch für die Politik. Es war die Studentenbewegung damals, nicht? Und da hat eben dieser Fußball nicht so eine Rolle gespielt. Aber so rückblickend kann ich nur sagen, ich wundere mich bis heute über die Geschichtsvergessenheit. Und man hätte vielleicht heute auch eine andere Entscheidung getroffen, kann ich mir gut vorstellen. Auch deswegen, weil ja Hugo Meisel Jude war. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Signal gewesen, das man hätte setzen können. War diese fehlende Umbenennung, war das auch ein Grund für, also oder so ein Beweggrund für euer Buch, dieses ja so ein bisschen wach zu rütteln? Weniger, weil der Anlass war tatsächlich ein Artikel in einem Buch, das vom Werkstattverlag herausgegeben wurde, wo ein Herr Eggers einen kurzen Aufsatz über Hugo Meisel geschrieben hat. Und der war wirklich, das ist ja schon bezeichnend genug, so voller Fehler, also einfach praktischer Fehler, von Geburtstag über Geburtsorte, über alles Mögliche, dass natürlich das irgendwie schon was schon bizarr war. Ja? Und das war unser Anlass im Grunde, darüber nachzudenken, ein Buch zu schreiben, in dem zumindest mal der Geburtsort stimmt. Ne? Und das ist, das war der Anlass. Gibt es eigentlich weitere Bücher und wissenschaftliche Arbeiten zu Hugo Meisel oder ist zwangsläufig auch durch eure familiäre Nähe, dass letztendlich, wenn man sich mit Hugo Meisel beschäftigt, das entscheidende Werk? Also ich bin jetzt nicht ganz so auf dem Laufenden, aber meines Wissens gibt es keine größere Publikation zum Thema Hugo Meisel außer unserer. Es gab damals, auch Anfang der 2000er Jahre, ein Werk von einem Herrn Weißgram, der aber mehr so romanartig gestaltet war über Hugo Meisel und wo auch wieder vieles, vieles frei erfunden war, was uns natürlich auch ein bisschen erbost hatte. Und dazu kam ja auch noch die Tatsache, dass das Buch sehr, sehr kurz vor unserem Buch erschienen ist. Also es war schon so eine kleine Konkurrenzpublikation gewesen und da war wirklich ärgerlich, dass viele Dinge da einfach nicht stimmten und auch frei erfunden waren. Und wir hatten dann Sorge gehabt, dass dann unser Buch sozusagen dann gar nicht mehr das notwendige Interesse bekommen würde, weil eben das andere Buch schon existierte. Mir fällt der Titel jetzt gar nicht ein. Andreas, wie hieß das Buch? Das hieß ein rundes Leben oder so. Ein Leben für... Ach, wie hieß das? Ich kann mal gucken, wenn du willst. Mit Goldgräber, ja, das war das. Das ist ja der Untertitel. Das ist natürlich dieser besonders variantenreiche Untertitel, dieses Goldgräber vom Fußball, weil es ja... Das ist vielleicht nicht zufällig, obwohl Weißkram da persönlich vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat, aber einen eindeutigen antisemitischen Kontext hat, nämlich wenn ein Jude schon mit Fußball sich beschäftigt, dann natürlich darum, um Geld zu verdienen, als ein Goldgräber des Fußballs. Genau, und das ist schon heftig im Grunde. Aber ansonsten ist das Buch halt, das war schon ein Problem, gell? Weil das Buch wurde in Österreich relativ gut verkauft, das Buch von Herr Weißkram, und da war noch einer dabei. Und unser Buch praktisch in Österreich nicht. Also das hat auch nirgends in einem Buchladen ausgelegen oder sowas. Das war nur dieses Buch von diesem Weißkram.
Eine Erklärung ist noch, dass der Herr Weißkram eben in Österreich relativ bekannt ist und war. Der war ja im Standard für den Sportteil zuständig und für Sportgeschichte zuständig und hat dort auch sehr viel publiziert, so kleine Aufsätze zu allen möglichen Ereignissen. Also der war bekannt, im Gegensatz zu dem Namen Hafer, der in Wien niemanden vertraut war. Nicht? Und das war eben auch nochmal sozusagen ein kleiner Nachteil, den wir da hatten. Wolfgang, gab es dann, nachdem ihr euer Buch veröffentlicht habt, gab es dann einen Austausch oder eine Diskussion? Oder? Also das so direkt gab es das nicht. Ne? Und aber tatsächlich ist es so, dass wenn irgendwo was über Hugo Meisel zitiert wird, auch in Österreich, wird es nur aus unserem Buch zitiert. Also es ist offenbar allgemein akzeptiert, dass unser Buch eben das sozusagen das Standardwerk ist zu dem Thema. Und das ist doch auch schon ganz erfreulich. Ja, das habt ihr euch ja auch mit einer umfangreichen Recherche hart erarbeitet. Ihr habt es schon besprochen, es heißt Hugo Meisel oder die Erfindung des modernen Fußballs ist im Werkstattverlag erhältlich und liefert auf beeindruckend vielen Seiten sehr detailreichen Einblick eines wirklichen Visionärs. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt ja dieses Leben ein wenig näher betrachten und würde ganz zum Anfang bei der Herkunft natürlich anfangen, um so ein bisschen Blick zu bekommen, wie ist denn Hugo Meisel aufgewachsen, in welchem Rahmen ist er groß geworden. Fangen wir mit dem Elternhaus an. Was zeichnete denn sein Vater Ludwig Meisel aus? Ja, also sein Vater war in der Textil, also er war eigentlich Besitzer einer Maut und zog dann, oh jetzt müsste ich die ganzen Orte noch nennen, also geboren. Ach, das kann man ja auch im Buch nachlesen. Kann man im Buch nachlesen. Das sind jetzt so Details. Also sein Vater war ein, glaube ich, relativ wohlhabender Mann, der seine große Familie versorgen konnte. Und gelebt haben sie lange Zeit in Zwettlar, auch ein Ort, der einem wenig sagt. Und nach Wien gekommen ist der Hugo Meisel ja erstaunlicherweise erst einmal alleine, ohne Eltern, und hat in Wien dann eine kaufmännische, also eine Handelsschule besucht. Und dann kamen erst die Eltern in den 90er Jahren nach. Und dann lebte die ganze Familie in Wien, in der Franzisbrücker Straße, im zweiten Bezirk. Und ja, das ist die Frage, wie weit wir das noch fortsetzen. Also der Vater hat gearbeitet, zum Teil auch für die Firma Mautner, die ja vorhin schon mal erwähnt wurden, also diese große Textilfirma, eine der größten Europas, die mit der die Ehefrau von Ludwig Meisel direkt verwandt war. Und er hat auch eine Zeit lang für diese Firma gearbeitet, hat dann später sich dann eine Bindfadenfabrik zugelegt, bei Melk, die aber dann offensichtlich pleite gegangen ist oder zumindest ist er wieder ausgestiegen. Und dann ist er wohl relativ verarmt. Es gibt zumindest einen Brief von ihm, der auch in unserem Buch zitiert wird, in dem er die Bank bittet, das Gehalt von Hugo Meisel für die Zeit, die er im Feld ist, zu erhöhen, weil er seine Eltern davon unterstützen müsste. Aber eine kleine Ergänzung noch, wenn wir schon beim Hugo Meisel sind. Geboren ist er in Malleschau, heutigen Malleschow. Das ist 6 Kilometer entfernt, ein kleines Dorf in der Nähe von Kuttnahora, heißt das heute. Früher heißt es Kuttenberg. Ein sehr schönes Städtchen. Und wenn jemand mal da hinkommt, sollte er unbedingt hinfahren. Das ist sehr hübsch. Aber an Hugo Meisel erinnert dort nichts mehr. Das ist mitten in Böhmen, 60 Kilometer östlich von Prag ist das. Und damit stellt sich ja zwangsläufig die Frage, ist er jetzt Österreicher oder ist er Tscheche gewesen? Ich glaube, er sprach beide Sprachen, richtig? Also das ist eine interessante Frage, aber na gut, man kann es natürlich rein formal so klären, dass man sagt, okay, damals war ja Österreich ein Land, zu dem auch Böhmen gehörte. Also es war dann die cisleitanische Reichshälfte, die sich Österreich nannte. Und insofern war er natürlich Österreicher, war geborener Österreicher, denn Tschechien gab es damals auch gar nicht. Du hast schon gesagt, 1893, mit nur 12 Jahren, ging es alleine nach Wien, wenn ich das richtig verstanden habe, war das Ziel, er sollte dort fleißig lernen.
und sich bilden, wie es der Vater hoffte. Was war der Grund, dass die Eltern dann nachzogen? Das sind interessante Fragen, auf die es natürlich auch keine hundertprozentige Antwort gibt, weil dafür fehlen Dokumente. Sondern wir haben einfach noch rekonstruiert. Und also der Grund war der, warum so viele Böhmen nach Wien gekommen sind. Natürlich waren die Aussichten in Wien voranzukommen und zu Wohlstand zu gelangen erheblich größer als auf dem Land. Und für Hugo war ja auch die Karriere eines Bankbeamten vorgesehen. Und er ist ja auch Bankbeamter geworden, weil das war sozusagen der entscheidende Schritt zum sozialen Aufstieg, um weiter nach voranzukommen. Also Bankbeamter, das war schon mal was. Aber es ist ja auch wichtig, diesen Kontext zu betrachten. Es geht, also die Lebensgeschichte von Hugo Meisel ist eine Migrationsgeschichte. Eine ganz typische österreichische Migrationsgeschichte. Die Leute aus Böhmen oder Mähren oder Galizien oder der Bukowina, die gingen nach Wien, weil das die Hauptstadt war und sich dort neue Chancen, wirtschaftliche Chancen eröffnen konnten. Und das war auch die Absicht natürlich der Eltern von Hugo Meisel, ihn vorzuschicken als Jugendlichen, damit er dort eine Ausbildung kriegt und damit er dort Fuß fassen kann, möglicherweise auch für einen Nachzug. Mir kommt es immer so vor, weil jetzt ist, damals, als wir das Buch geschrieben haben, war das Thema nicht so aktuell. Aber wenn ich jedes Mal über Migranten und Migration lese heute, und das ist fast mit gleichen Worten, es ist eine ganz einfache Migrationsgeschichte. Also auch das Vorschicken des Kindes, ja, dass man erstmal guckt, dass der irgendwo da sich etablieren kann. Und natürlich war in doppelter Weise Fremder in Wien. Er war nämlich Böhme und er war Jude. Und er sprach angeblich auch im böhmischen Akzent im Deutschen. Er war Tscheche oder sprach Tschechisch, fließend Tschechisch. Er hatte dann später mit meiner Großmutter, die übrigens auch aus Svetlá kommt, interessanterweise auch Tschechisch gesprochen, immer dann, wenn die Kinder nicht zuhören sollten. Also das war der tschechische Hintergrund, der jüdische Hintergrund und die Migration. Und dann erklärt vieles von dem, was Hugo Meisel in Wien gemacht hat, sich aus dieser Migrationsgeschichte. Ist ja wirklich, wenn Sie mal am Ende des 19. Jahrhunderts Zeitungen aus Wien lesen, das ist so erschreckend. Das ist die Aktualität, ja. Die Worte, mit denen man diese Migration verhindern wollte, wie man von Obergrenzen sprach, von Grenzen. Und das ist wie heute. Es ist er nur kam natürlich nicht aus Afghanistan, sondern aus dem übernachbarten Böhmen. Aber das ist eine ähnliche Situation, in der er da war. Und Migranten mussten, um etwas zu werden, sich irgendein Feld und irgendeinen Bereich suchen. Und das erklärt manches auch für diese Fußballgeschichte für Hugo Meisel. Das nur so als Nebensatz mal. Nein, das glaube ich, das ist schon sehr wichtig, auch ein zentrales Thema. Und es ist ja auch wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, wir haben ja in mehrerer Hinsicht Parallelen zu heute, das zu erwähnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt der Fußball für Hugo Meisel nicht unbedingt zur Freude vom Vater, weil er eben sehr abgelenkt war, doch von Anfang an eine sehr zentrale Rolle. Und er hat gleich zum Anfang auch dann den Kontakt zu den Cricketern in Wien gesucht, richtig? Ja. Ja, die Cricketer waren ja einer der ersten Fußballclubs überhaupt in Wien. Der Fußball wurde ja eigentlich von englischen, ich würde sagen, Gastarbeitern in Wien eingeführt, und zwar relativ früh. Und der Hugo Meisel muss, es ist ja erstmal erstaunlich, wenn so ein Bub von 12 Jahren quasi alleine in so eine große Stadt kommt. Aber er scheint dieses Leben in der großen Stadt genossen zu haben und dann auch sozusagen im Fußball so ein Stück Möglichkeit gefunden hat, so Emotionen auszuleben und sich auszuarbeiten. Diese wilde Bewegungen, diese nicht durch Regeln vorgeschriebene, der Regel vorgeschriebene Ablauf eines Spiels, das hat ihn wohl sehr fasziniert. Und die Cricketer wurden es, glaube ich, auch durch die räumliche Nähe. Ja, in der Nähe am Prater konnte man Fußball spielen. Das war damals der Platz, wo man gespielt hatte. Du hast vorhin schon seine Banktätigkeit, wenn man so kurz seine berufliche Tätigkeit, wir werden im Zusammenhang mit dem Fußball noch auf ein paar Sachen kommen, dass er bei der Bank gelandet ist, war das sein Wille, war er damit zufrieden oder war das eher fremdbestimmt? Also das kann man wohl, glaube ich, eindeutig sagen, es war fremdbestimmt. Also sein Traum war sicherlich nicht, Bankbeamter zu werden.
Also diese Welt der Zahlen und des kleinen Vorteils und all diese Dinge, ich glaube, die waren ihm relativ fremd, sondern interessanter fand er sicherlich so den persönlichen Umgang mit Menschen. Und er ist ja auch eingestellt worden bei der Bank eigentlich wegen seiner Sprachbegabung, würde ich mal vermuten. Das war also nicht seine besonderen Leistungen in Bilanzen lesen und solchen Dingen, sondern er war ein sprachlich hochbegabter Mensch, der, ich weiß nicht, 7 Sprachen eigentlich flüssig bis perfekt sprach. Und das war natürlich als für eine Bank, die internationale Beziehungen hatte, schon von Bedeutung. Und damit hat er dann sein Geld verdient, ja. Ihr beschreibt die Aussage, dass Hugo Meisel für den Fußball die Bankerkarriere geopfert hätte. Also ja, war, glaube ich, nicht mal 44 Jahre, wo er am 1. April 25 dann in Pension geschickt wurde. Mhm. Und dass er viel Geld geopfert hätte, die beschreibt ja eher als eine gewisse Art von Legende. Könnt ihr das nochmal aufklären? Ja, das ist halt genau andersrum, wie wir es im Buch formuliert haben. Der Schaden lag bei der Bank dadurch, dass sie ihn angestellt haben. Wir haben es mal so ein bisschen durchgerechnet, wie viele Tage der eigentlich in der Bank gearbeitet haben konnte, weil er ständig unterwegs war, vor allem in den 20er Jahren. Da war er damals war Chef der Fußballmannschaft, also Nationaltrainer, würde man heute sagen. Er war FIFA-Sekretär und alles Mögliche oder FIFA-Beauftragter des Österreichischen Fußballbundes. Und er war ja ständig unterwegs. Also ist schon erstaunlich, wie sehr die Bank da bereit war, das mitzutragen für eine ganze Zeit lang. Insofern hat er nichts geopfert, sondern die Bank hat geopfert gewissermaßen. Oder? Das ist eindeutig. Und es gibt einen wunderbaren Kommentar oder seine Bewertung, Personalbewertung, die wir da gefunden haben, seine Personalakte, da steht da drin, Hugo Meisel ist unter ständiger Anleitung verwendbar. Und das sagt alles. Aber Sie haben ihn lange ausgehalten, gell? Also bis Mitte der 20er Jahre. Und erst mit dieser Währungsumstellung, der Wirtschaftskrise, der Inflation in Österreich, die es dort ja auch gab, haben Sie ihn dann entlassen, ja. Wolfgang, du hast vor allem seine Sprachkenntnis als eine herausragende Eigenschaft für diese Tätigkeit beschrieben. War ja auch von der Art, also heute nennt man das so, ich weiß nicht, ob der Begriff so gut ist, aber so Menschenfänger, also jemand, der sehr gut mit Menschen kann, Menschen sehr gut einbinden kann, auf Menschen sehr gut zugehen kann. War das auch eine Stärke von ihm? Auf jeden Fall. Also er war ein richtiger Netzwerker. Und das konnte man ja dann auch feststellen. Also der hat Beziehungen und Bekanntschaften gehabt quasi über ganz Europa hinweg, nicht? Bis nach Spanien, bis nach Portugal, Frankreich, England, Holland, Schweden vor allem sehr viel, ne? Also unglaublich viele, viele Kontakte in alle Richtungen. Hat auch für eine ganze Reihe von verschiedenen ausländischen Zeitungen geschrieben, in Fremdsprachen dann entsprechend auch für holländische Zeitungen. Und für französische Zeitung, italienische Zeitung, er sprach ja perfekt Italienisch. Also das war seine große Fähigkeit, Beziehungen herzustellen und diese Beziehungen auch sozusagen arbeiten zu lassen. So dass er dann also Spiele vereinbaren konnte, dass er mit den Journalisten gut umgehen konnte, dass er mit den Spielern gut umgehen konnte. Also er war ein richtiger Menschenfänger, wenn man so will, nicht? Also er hat wirklich ein Netzwerk aufbauen können. Und hat damit auch viele, viele Begebenheiten oder Entwicklungen nur dadurch voranbringen können, wie zum Beispiel diese verschiedenen internationalen Wettbewerbe, die er später ins Leben gerufen hatte. Wenn man neben dem Beruf vielleicht nochmal so sein Privatleben darstellen will, bevor wir diesen großen Themenkomplex Fußball bearbeiten. Also er hat dann geheiratet, es gab irgendwann Kinder, es gab irgendwann eine Scheidung und eine neue Frau im Leben. Könnt ihr das ganz kurz, darstellen, wie so der Hugo Meisel abseits des Platzes war? Ja, wir kennen ihn ja nicht. Also und Scheidung war nie, er hat sich nie scheiden lassen. Das hat meine Großmutter immer verweigert, weil er hat sich von ihr getrennt 1934 und ist dann mit seiner dann neuen Freundin zusammengezogen. Also das ist sehr widersprüchlich. Wir kennen ihn nicht. Er war ein offenbar sehr freundlicher, jovialer Mensch, wie du schon, der Wolfgang gesagt hast, der also gute Beziehungen aufbauen konnte. Aber
was zum Beispiel je zornig war oder nicht, das wissen wir nicht. Es gibt ja unterschiedliche Erinnerungen einfach. Oder das ist wirklich sehr schwierig, als eine Persönlichkeit zu fassen, oder Wolfgang, ich weiß nicht. Es gibt die Geschichten unserer Mutter. Also sie hat immer so ein paar Sachen, ein paar Begebenheiten erzählt. Eine Begebenheit war die, dass sie mal mit ihm zusammen auf der Straße entlang gelaufen ist und alle 5 Meter zog jemand den Hut und sagte, grüß Gott, Herr Meisel, grüß Gott, Herr Meisel, grüß Gott, Herr Meisel. Also er war zumindest sehr populär und alle kannten ihn. Und dann gibt es die Geschichte von unserer Großtante, die erzählt hatte, als, ich glaube, es war sogar ihre Hochzeit, zu der auch Hugo Meisel eingeladen war, dass die ganze Straße angeblich voll war von Menschen, die alle ein Autogramm von Hugo Meisel haben wollten, als ich das rumgesprochen hatte, dass er dort heiraten würde. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr ja, populär. Er war ein Medienstar, ne? Hat ja auch einiges dazu geleistet. Vielleicht kommen wir nochmal drauf. Wie viele Kinder hat er? 3 Kinder, 2 Töchter und 1 Sohn. Und ist dort irgendwie eine Fußballverbindung immer da geblieben bei allen? Naja, der Herbert, der Jüngste, der ist derjenige, der wirklich mit Fußball immer wieder in Kontakt geblieben ist. Also meine Mutter, ja, wir haben im Fernsehen Fußball geguckt, aber Länderspiele geguckt, aber das, mit österreichischem Fußball hat sie keine Beziehung mehr gehabt. Und meine Tante, da müsste Andreas vielleicht was dazu sagen, also ich wüsste nicht. Ja, sie war schon öfters bei Länderspielen. Also es gibt schon eine Grundbeziehung, gab es einfach. Ne? Das ist schon ganz faszinierend. Ja, auch meiner Mutter, ich bin jetzt ein bisschen jünger als mein Bruder, mit der war ich dann noch, als ich Schüler war, öfters bei Darmstadt 98. Wir haben damals in Darmstadt gewohnt. Sie war schon interessiert an Fußball einfach. Ja? Meine Tante auch, ich meine, erstaunlich für meine Tante, die war ja eher so in Hochkultur unterwegs, mit Theater und solche Geschichten. Aber Fußball hat doch eine Rolle für sie gespielt. Also es war schon schichtenuntypisch gewissermaßen. Insofern war es bei uns allen irgendwie drin. Aber richtige, der Herbert am ehesten, der hat noch richtig sich versucht, auch ein bisschen in der Nachfolge seines Vaters zu sehen, im Auftrag seines Vaters dann noch sich um Fußball zu kümmern, aber was auch nicht sehr erfolgreich war letztendlich. Ja, also da habe ich immer gelesen, dass er auch versucht hat, Nachwuchsfußballturniere zu organisieren, auch eben im Namen von Hugo Meisel und sich da finanziell sehr verausgabt hat. Trifft das so zu? Ja, das kann man so sagen. Ja, genau. Also das war schon sehr dramatisch alles. Es war, also unser Onkel Herbert, das war nicht einfach für ihn, sagen wir es mal so. Dann lasst uns zum großen Themenkomplex Fußball kommen und vielleicht etwas ungewöhnlich einsteigen, aber ich finde, ihr habt das im Buch sehr, sehr schön aufgeteilt. Es gibt auch den Schiedsrichter Hugo Meisel. Wie kam es denn dazu, dass er Schiedsrichter wurde? Tja. Also man muss immer dazu sagen, über die Frühzeit von Hugo Meisel, es gibt keine Briefe, es gibt ein paar Postkarten von ihm an meine Großmutter, aber es gibt keine substanziellen Texte oder so, wo man wirklich sagen kann, wie kam er dazu. Ja? Und das meiste, was man über ihn persönlich kennenlernt, dann später sind teilweise Briefe, da gab es Dokumente, aber sind vor allem Zeitungsberichte und Zeitungsaufsätze auch von ihm selber. Und das war in seiner Frühzeit einfach noch nicht der Fall. Da schrieb man über ihn kaum. Und deswegen wissen wir sehr, sehr wenig im Grunde, wie er zum Schiedsrichter wurde. Das ist eigentlich unklar. Aber auf einmal war er wirklich ein renommierter Schiedsrichter, habe ich einen Eindruck gehabt. Nicht nur renommierter Schiedsrichter, er engagierte sich ja auch und verfasste sogar ein Regelbuch. Ja, ja. Er war einer der wichtigsten Schiedsrichter Österreichs sozusagen. Der irgendwie Erfahrungsberichte gefunden, weil über Schiedsrichter gibt es ja dann in der Regel immer meistens Kritik, egal wie gut das die Spielleitung war oder nicht. Habt ihr da irgendwas gefunden dazu? Naja, es gab so Zeitungsberichte, wo dann erwähnt wurde, dass Hugo Meisel streng, aber gerecht war. Und ich glaube, das trifft auch tatsächlich auf ihn zu. Und er hat ja Karriere gemacht als Schiedsrichter. Er ist ja Länderspielschiedsrichter geworden. Und hat also bis zu seinem Lebensende eigentlich immer noch mal gelegentlich Spiele geleitet. War sich also nie zu schade dafür. Und er war offensichtlich als Schiedsrichter, als Autorität absolut anerkannt. Also es gibt ja dieses Beispiel von, ich glaube 32 oder 31 war das, als im Schiedsrichterwesen in Wien ein absolutes Chaos geherrscht haben muss, wo also viele Schiedsrichter offenbar die Regeln nicht mehr ganz richtig konnten. Also so kommt es aus den Zeitungen raus
Und da wurden dann die beiden Schiedsrichter Obmänner, die es gab, also sein der Obmann und sein Stellvertreter, der eine trat zurück, der andere wurde krank. Dann wurde Hugo Meisel geholt, um wieder Ordnung in die Sache zu bringen. Und da gibt es Zeitungsberichte, in denen man sagt, jetzt wird es wieder okay sein. Hugo Meisel ist da und der sorgt im Schiedsrichterwesen für Ordnung. Das spricht so ein bisschen dafür, dass man schon ihn da sehr hoch schätzte in der Zeit. Ja. Zu den Kriegern bzw. den Amateuren. Wir haben gesagt, das war die sportliche Heimat von ihm. Er spielte dort auch bei den Herren und irgendwann war da ja mit der Fußballerkarriere mal Schluss. Er war dann auch im Verein ehrenamtlich aktiv, richtig? Ja. Was hat er gemacht? Er war im Vorstand zum Beispiel, ja. Das sind auch die Frühzeiten, gell? Das ist schwierig. Also was hat er eigentlich gemacht? Er war Schriftführer eine Zeit lang. Auch zunächst mal war er auch, ob er beteiligt war an der Gründung der Cricketer, ist mir nicht ganz klar. Er hat später, als seine Cricketer umgenannt werden mussten, weil dann der First Vienna Cricket Club, das war die Vienna, eigentlich einen Rechtsstreit angefangen hat, darum, wer den Namen Cricketer tragen darf, war er dann dabei, als dann das in Amateure umbenannt wurde. Später wurde es in Austria benannt. Und da war er im Vorstand schon drin, war also schon renommiert in dem Verein tätig. Aber wie gesagt, da fehlen so diese Verknüpfungen zu irgendwelchen Texten von Briefen oder irgendwas, wenn man sagt, was war da eigentlich? Ja? Das ist diese Frühzeit im 1900 rum, da war er 19 Jahre alt, also das oder 20, 21, 22, das war ist etwas eine dunkle Zeit gewissermaßen, ja. Also man kann nur feststellen, anhand von Zeitungsberichten, wo er überall dabei war und wo er immer mitgeredet hat. Und da, auch da war er schon überall zugange. Also er war immer im Vorstand und dann hat er auch bestimmte Positionen eingenommen. Also er hat es offenbar verstanden, auch so seine Interessen einzubringen. Was ich bisher nicht wusste und erst durch euer Buch erfahren habe. Es war ja, als er im Vorstand des Amateursportvereins war, 1911, er war da 30 Jahre alt, dass man als Vorstandsmitglied mitspracheberechtigt bei der Aufstellung der Nationalmannschaft war. Also dass das zu diesem Zeitpunkt noch keine Trainerentscheidung war, sondern dass das Nationalteam durch mehrere berufen wurde. Also das hatte ich so tatsächlich noch nie gehört. Spannend wurde es dann 1912, als das Nationalteam an den Olympischen Spielen in Stockholm teilnehmen sollte. Und da gab es dann mit Jimmy Hogan einen entsprechenden Trainer. Kann man sagen, das war so ein Wendepunkt in der Geschichte des Nationalteams, was ja bis dahin eher durch mäßige Leistungen aufgefallen war. Also auf jeden Fall war ein Wendepunkt insofern gegeben, als der Jimmy Hogan eingesetzt wurde oder engagiert wurde als Trainer für die österreichische Nationalmannschaft. Und der hat ja noch bis in die 30er Jahre hinein in Österreich eine ganz große Rolle gespielt und auch einen großen Beitrag geleistet zu der besonderen Fußballkultur. Auch wenn immer behauptet wird, naja, Donaufußball, das hat sich dort entwickelt. Im Grunde hat sich das in Schottland entwickelt, diese Art des Spiels. Und der Jimmy Hogan war eben ein begeisterter Vertreter dieser Art des Fußballs, den die Schotten gespielt hatten. Wie verlief das Turnier in Stockholm, also die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen? Für Österreich nicht gut, die sind relativ bald ausgeschieden. Also die haben nicht viel Erfolg gehabt. Also das kann man sagen. Für andere Mannschaften besser, aber für Hugo Meisel war natürlich wichtig, dass er dort ein Länderspiel pfeifen durfte. Er war Schiedsrichter bei diesen Olympischen Spielen und dass er vor allem auch Kontakt bekommen hat zu Vittorio Pozzo. Das war der italienische Trainer in der Zeit für diese Mannschaft für die Olympischen Spiele und die Freundschaft zu Pozzo ist auch so eine, die bei eigentlich bis zu seinem Tode reichte. Für ihn war das vor allem ein großes Erlebnis, Stockholm und dann als Beauftragter auch des österreichischen Fußballverbandes dort zu sein, aber der Erfolg, mit der Mannschaft hat wenig zu tun gehabt, weil das war tatsächlich Aufgabe von Jimmy Hogan. Ja. Zwangsläufig kommen wir, wenn wir so zeitlich sehen, kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Er war 1901 zum Militärdienst einberufen worden, war dann Reserveoffizier und am 23. August musste er in den Krieg ziehen. Ihr lasst das so ein bisschen offen, mit welchem Engagement er in den Krieg gezogen ist. Vielleicht ist es so ein bisschen komisch formuliert. Also was ich fragen will, man hat so das Gefühl, dass er dieser Soldat, das passte irgendwie zu ihm, kann man so manchmal rausschließen. Ist das zu viel gesagt? Nee, noch viel schlimmer.
Muss dir vorstellen, also er fühlte sich als halber Italiener. Er hat sich in Italien so wohl gefühlt und hatte viele italienische Freunde und plötzlich waren das die Feinde. Das war für ihn eine fürchterliche Situation. Er wollte ja, es widersprach ja auch seinem Wesen, er war ja jemand, der Kontakte wollte, der immer Beziehungen herstellen wollte, der möglichst mit allen Leuten in ihrer Sprache gesprochen hat. Und jetzt sollte er genau diese Leute totschießen. Ne? Also das, ich glaube, das war für ihn entsetzlich. Wobei er seine Pflichten erfüllt hat. Also er hat als Soldat ja seinen Dienst gemacht und wurde ja auch mehrfach ausgezeichnet. Insofern ist so eine zwiespältige Geschichte. Ne? Also vielleicht denkt man als Soldat in der Situation, in der man dann ist, vor allem auf dem Krim, nicht mehr so sehr daran, über den Sinn und über den Zweck des Ganzen, aber auch verwundet einmal. Also das ist, wie fühlt es sich an als Soldat im Ersten Weltkrieg? Ne? Das ist schwer zu sagen. Aber vor seinem Naturell, das war ihm völlig fremd. Also, aber er hat es gemacht, aber viele andere auch. Ne? Sind Erlebnisse aus dem Krieg bekannt, spezielle Erlebnisse? Was meine Tante und meine Mutter erzählt haben, ist, dass er wiederum erzählt hat, dass es auf dem Krim sehr kalt war und sehr viel Schnee lag. Das sind so die Haupterlebnisse, die uns überliefert worden sind. Also so richtige Kriegserlebnisse, die hat er nie erzählt offenbar. Ne? Das war offenbar nicht sein Thema, dass er seinen Kindern erzählt hat, wie er da irgendwelche Erfolge als Soldat hatte. Sicherlich auch aus gutem Grund. Wie erfolgte dann die Rückkehr ins zivile Leben nach dem Krieg? Das war so zweischrittig. Er wurde ja im April entlassen, gewissermaßen von der Front, von der Krim, und kam im April möglicherweise auch wegen seiner Verwundung zurück nach Wien. Das war schon im April 1918, also ein halbes Jahr vor dem Ende des Krieges. Und da fing er an, da hat er offenbar gearbeitet in so einer Art Kompanie, die Texte verfassen musste, so Propagandatexte in der Presseabteilung der Armee. Aber hat dann in der Zeit schon im Mai, gibt es die ersten Artikel wieder von ihm, wo er für das Fremdenblatt oder andere Zeitungen Fußballberichte schreibt. Also er hat so einen langsamen Übergang wieder geschafft in das Zivilleben, bis halt zum Ende des Krieges im Oktober oder November 1918. Und dann war er sicher befreit, nehme ich an. Und dann kam es zum Engagement beim Neuen Wiener Sportblatt. Und das ab 1. Januar 1919. Oh, er war der Herausgeber dieser Zeitung. Ich glaube sogar schon früher, ab November 1918. Also sehr früh hat er ja schon das Editorial geschrieben, das ja auch in unserem Buch zitiert wird, was wirklich wie ein Aufruf klingt für jetzt einen Aufbruch in eine neue Zeit. Also er hat offensichtlich die Republik sehr begrüßt und hat auch dann davon gesprochen und geschrieben, dass jetzt der Aufbruch beginnt aus dieser Engheit und der Beengtheit des Kasernhofes hin zu einer freien demokratischen Gestaltung des Alltags, wozu auch der freie Sport gehört und der völkerverbindende Charakter des Sports. Also es macht nicht den Eindruck, als ob er dem alten Habsburgischen Reich nachgetrauert hätte. Also ob er so kaisertreu gewesen wäre, ganz und gar nicht. Er war bereit, das Neue sofort aufzunehmen. Was natürlich für mich immer eine Frage war, das haben wir auch im Buch nicht thematisiert, weil wir da keine Unterlagen haben, ist natürlich, was bedeutet es für ihn als Menschen, der tschechisch und deutsch gleichermaßen aufgewachsen ist, dass plötzlich Tschechien, also dass dann die heute Tschechische Republik oder Böhmen nicht mehr zu Österreich gehört. Er war ein bisschen abgetrennt, auch ein Stück weit von seinen Wurzeln. Er war zwar deutschsprachig und war auch Wiener inzwischen, aber er war eigentlich immer nach Böhmen zugeordnet, auch als im militärischen Sinne. Was bedeutet das plötzlich, diese Grenze? Aber darüber hat er sich nie geäußert, das wissen wir nicht. Ja. Nun hat er die Tätigkeit in der Bank, arbeitet hier redaktionell im Verlag. Das ist schon so insgesamt spannend. Und dann gibt es auch noch eine Stadion GmbH, die irgendwie plötzlich herkommt. Erstens, was ist das? Was passierte dort? Und wie ist das alles unter einen Hut zu bringen? Naja, gut, der Begriff Stadion GmbH war sozusagen programmatisch. Denn es ging ja darum, in Wien ein schönes, großes, neues Stadion zu bauen. Und das war sozusagen eine regelrechte Kampagne, die da betrieben worden ist und die von dieser Zeitschrift mit dem programmatischen Titel Stadion
befördert worden ist. Und gleichzeitig war Stadion ja auch eine Firma, die Sportartikel verkauft hat. Vor allem Fußballschuhe, Fußballkleidung und solche Sachen. Und interessanterweise war da ein Mitarbeiter von ihm gleichzeitig der spätere Vorstand von Hakoa Wien. Also da gibt es eine direkte Berührung zwischen Hugo Meisel und den Zionisten. Allerdings nur an dieser Stelle. Wie lief die Stadion GmbH dann auch wirtschaftlich? War das alles erfolgreich? Ich würde vermuten, eher nicht, weil sie relativ bald dann pleite gemacht haben. Es gab verschiedene Stufen dann. Der Auflösung hat sie dann auch zurückgezogen. Also es war keine dauerhafte Firma. Es war so eher diese, ich meine, in der Nachkriegszeit so ein Start-up-Unternehmen gewissermaßen, würde man heute sagen, das dann eben nicht auf Dauer auch seinen Interessen entsprach. Er fühlte sich ja selbst als Journalist. Es gibt eine ganz nette, so eine Art Personalausweis von ihm, in dem er selbst eingetragen hat als Beruf Journalist. Daraufhin wurde er durchgestrichen, offenbar von einem Beamten, und dann eingetragen Bankbeamter. Und das ist ja genau sein Zwiespalt. Also er wollte ja gar nicht Bankbeamter sein, sondern Journalist. Und er war auch kein Unternehmer. Also das ist, ja. Nur noch zwischendurch, das war die Heiratsurkunde. Noch viel schlimmer. Ach, die Heiratsurkunde war das. Da wurde nachträglich eingefügt, Journalist. Zuerst, und deswegen war er auch kein Unternehmer. Also er war wirtschaftlich auch nie erfolgreich. Gell? Das ist anders als der Herr Weißkram, das mit seinem Untertitel anregt, dass er hat selbst nie vom Fußball sehr viel Geld verdient. Also das war nie möglich. Wobei immer die Frage war, das ist immer so ein Thema, als also er ganz früh ja Fußballspiele arrangiert. Er hat ja Kontakt nach England gehabt, schon in den 1900er Jahren, und englische Mannschaften hergeholt. Dann brauchte er Geld und er nahm auch Geld ein. Ich frage mich immer, ob er da auch Geld verdient hat damit. Also das ist schon eine klare Geschichte, aber da fehlen einfach die Dokumente dazu. Also wie wirtschaftlich handlungsfähig er war und vor allem so als Unternehmer, das können wir schlecht sagen, aber er war es wahrscheinlich nicht. Also deswegen ist die Firma auch pleite gegangen. Ne? Die Zeitung wurde ja auch dann eingestellt. Dann lasst uns zum großen Komplex des Hugo Meisels als Funktionär und Visionär kommen. Vielleicht nochmal so eine Begriffsdefinition. Da ist ja immer auch von der Wiener Schule die Rede. Der Begriff, der ja letztendlich auch wirklich zu einem Exportschlager wurde, weil Vereine dadurch auch aus Österreich im Ausland Geld verdienen konnten, weil sie eben sich auf die Wiener Schule berufen konnten. Was kennzeichnete denn diese Wiener Schule aus? Was macht das aus? Ja, Wiener Schule, ich meine, der Begriff selbst ist natürlich insofern von Bedeutung, als es viele Wiener Schulen gab. Selbst die Musik wurde da schon zugeordnet, Wiener Klassik und sowas. Das war so, daher kommt wahrscheinlich die Kolportierung dieses Begriffes. Aber was ist Wiener Schule? Das ist auch natürlich eine Zuordnung, eine Zuschreibung, eine bestimmte Art des Fußballs. Aber man müsste wohl korrekter sagen, dass es erstmal ein schottischer Fußballstil war und zweitens der in Tschechien, also in Böhmen, Mähren, aber auch in Ungarn gespielt wurde. Das ist, insofern ist der Begriff ein bisschen falsch verwendet. Er wurde verwendet im Grunde von österreichischen Zeitungen auch so als Identitätsstiftung und auch als die letzte Möglichkeit noch zu sagen, wir als Österreicher sind noch was. Gell? Wir haben zumindest eine Wiener Fußballschule ermittelt. Aber was genau der Stil ist, ist schwer zu sagen. Es ist schon ich denke mir, das kombinierende Stil. Wenn man das Gegenteil von Wiener Schule nimmt als Fußballstil, dann ist es eher das, was man so für Kick and Rush nimmt. Also dieses sehr körperbetonte Spiel, das eine Art von Fußball ist, der versucht mit Hilfe von Körperlichkeit, von schnellen Angriffen irgendwie da ans gegnerische Tor zu kommen, während die Österreicher oder die Ungarn genauso, das war ein ähnlicher Spielstil, versuchten eher durch Kombinationen ihr Spiel voranzutragen und voranzutreiben. Also es gibt den berühmten Bericht, dass der Ball nie höher sein darf als die Grasnarbe oder sowas. Also man versucht ja flach zu spielen. Also ganz im Gegenteil zum englischen Fußball. Das war vielleicht, das kann man das als Charakteristikum nehmen. Aber es gibt den Begriff der Donauschule. Und vielleicht ist der korrekter als Wiener Schule. Die Wiener haben das sich angeeignet, weil sie, naja, sie wollten auch als Wiener mal zeigen, wir sind noch was, gell? Eine schwierige Situation. Du musst immer, auch die ganze Zuschreibung zu Hugo Meisel, diese Bedeutung, hat auch was damit zu tun mit der Bedeutungslosigkeit Österreichs. Wir haben ja plötzlich dieses große imperiale Wien, das
60 Millionen Untertanen hatte, gewissermaßen bis nach Lemberg hinauf, bis weit in Slowenien, in Kroatien. Plötzlich war alles nicht mehr da. Und das hat sehr viel zu tun gehabt mit dem Selbstbewusstseinsschaffen in Österreich. Wo sind wir denn noch wirklich Spitze? Letztendlich beim Skifahren und beim Fußball. Ne? Das Skifahren hat sich noch erhalten. Fußball ist inzwischen auch schon abgebrochen, ja, denke ich mir. Der ÖFB kam dann in den 20er Jahren in eine Krise, ne, wo man sich, wie geht's weiter, und da spielte auch der Arbeiterfußball eine Rolle. Was passierte da so und welche Rolle spielte da Hugo Meisel in dieser Zeit? Naja, das war so, dass damals begann so eine Politisierung des Sports, und gerade im ÖFB war das offenbar besonders dramatisch, weil dort die Sozialdemokraten eine bestimmte Rolle gespielt haben. Und es ging dann so weit, dass dann sozusagen der ÖFB-Vertreter beauftragt wurde, bei FIFA-Sitzungen dann bestimmte politische Positionen zu vertreten. Es ging auch dann so weit, dass es dann Bestrebungen gab, dass man einen FIFA oder nicht, ich sag, also ich glaube, es war so die FIFA, einen FIFA-Kongress in Rom abzuhalten und daran teilzunehmen. Das wurde dann quasi dann verhindert, weil man ja bei Mussolini auf keinen Fall zu Gast sein wollte. Also es war schon eine ganz starke Politisierung. Und der Hugo Meisel war zwar so, was wir vorhin ja schon so ein bisschen erkannt haben, durchaus den Sozialdemokraten nahe, aber für ihn war ganz entscheidend, dass der Fußball mit Politik nichts zu tun haben darf. Fußball ist unpolitisch, Fußball ist Sport. Und da, das müsst ihr jetzt im Detail nochmal genau erläutern, aber dann letztendlich lief es darauf hinaus, dass dieser ÖFB quasi sich gespalten hat. Es gab dann einen zweiten ÖFB, der dann dem sozialdemokratischen ÖFB irgendwann dann ablöste als unpolitische Organisation. In dieser Zeit kam es dann auch zur Einführung des Profi Fußballs. Was tat Hugo Meisel, dass das letztendlich geschah in Österreich? Na, letztendlich hat er ihn eingeführt. Er hat, es war ja in den 20er Jahren, das Problem der 20er Jahre ist ja insgesamt, dass der Fußball offiziell amateurhaft war, aber in Wirklichkeit ist nicht wahr. Also unter der Hand wurde ja Geld gezahlt, auch in Deutschland sehr stark. Denken Sie an den armen Schatzmeister von Schalke 04, der sich dann suizidiert hat, weil bei Schalke rausgekommen ist, was sie auch gemacht haben, nämlich dass er Spieler bezahlt hat. Und das war ein wesentlicher Grund für Hugo Meisel zu sagen, also dass wir eine Ehrlichkeit im Fußball brauchen. Das ist eine Art von, den Menschen auch klar machen, wie das finanziell finanziert werden soll. Es kommt sicher noch dazu, dass Hugo Meisel ja ein sehr England-affiner Mensch war. Also, und in England gibt es seit den 80er Jahren Profifußball. Und sein Freund, der Jimmy Hogan, den er 1912 geholt hatte, war ja Profifußballer in England. Also zuletzt, glaube ich, bei Burnley, FC oder wo auch immer er war. Er war ein richtiger Profifußballer und da kannte er das ja, dass es ganz gut funktioniert. Und das ist so diese doppelte Sache. Und eine Sache, die unsere Mutter immer erzählt hat, ist, dass Hugo Meisel auch argumentiert hat, dass die Spieler ja schließlich Geld brauchen zum Leben. Die Arbeitslosigkeit war hoch in Wien. Also Wien war wirtschaftlich noch viel, viel schlechter dann als Deutschland. Das vergisst man oft. Und Wien insbesondere. Und dass es auch für die Spieler eine Art Absicherung war, wenn sie Geld bekommen. Das sind so mehrere Motive, die da sich eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube auch ein bisschen der Ärger von Hugo Meisel über die Unehrlichkeit. Ja, es wurde ja Geld verschachert im Fußball. Es wurden Spieler bezahlt, das war ein offenes Geheimnis, aber das einfach ehrlich zu machen, das war möglicherweise die Motivation. Und ich meine, es ist ja auch eine eigenartige Vorstellung, die im Fußball da so herrschte, dass zwar Fußball immer mehr zu einem Teil so der Unterhaltungskultur wurde, es kamen zigtausend Menschen zu den Spielen, aber diejenigen, die Akteure sind, sollen offiziell nicht bezahlt werden. Als ob irgendein Filmschauspieler oder eine Filmschauspielerin oder wie man heute sagen würde, eine Filmschauspielerin nicht bezahlt würde. Ja? Also als ob die umsonst auf den Theaterbühnen stehen oder ob ein Schlagersänger damals umsonst spielt. Aber die Fußballer sollten das spielen. Und das ist natürlich eine
auch eine epochale, ich denke mir, da ist auch das Jüdische, das Migrantische dahinter, epochale Unterscheidung zwischen zwei Formen von Leibesübung gewissermaßen, nämlich diesem Turnen, dem deutschen Turnen, dass er die Körperertüchtigung war und das eigentlich amateurhaft sein, muss immer amateurhaft sein, das wissen wir, unsere Begeisterung, und der englische Sport, der immer auch an der Nähe der Bezahlung war. Und da sind wir übrigens wieder sehr aktuell bei der Frage, was gerade im Kommerzialisierungsbereich besteht. Aber das war natürlich noch ein ganz, ganz kleiner Anfang, dass man Fußballer überhaupt mal bezahlt für das, was sie da treiben. Es gibt ja die schöne Geschichte von 1912, war das, wo Jimmy Hogan da sein Training machte, bei einzelnen Vereinen, auch nicht nur bei der Nationalmannschaft, und immer von 6:30 bis 7:30 trainierte. Und das so interpretiert wurde, als ob Jimmy Hogan so viel zu tun hatte am Tag, dass er nur die Zeiten hatte. Aber der Engländer, die darüber berichteten, konnte sich gar nicht vorstellen, dass die Fußballer ja Amateure waren, dass sie arbeiten mussten danach. Ne? Also die mussten also morgens 6:00 Fußball trainieren, damit sie dann nachher in ihre Fabriken gehen konnten. Und das sind so, ich denke, dieser englische Einfluss ist ganz wichtig und natürlich auch diese allgemeinen Überlegungen dazu, dass Fußball eben Teil der populären Kultur geworden ist, der Unterhaltungsindustrie und deswegen auch bezahlt werden muss. So würde ich das mal sehen. Welches Echo gab es da drauf? Also waren viele dankbar für sein Engagement oder gab es auch sehr viele Anfeindungen? Naja, besondere Anfeindungen gab es tatsächlich durch den DFB. Der DFB, also der Deutsche Fußballbund, hat daraufhin sämtliche Fußballbeziehungen zu Österreich abgebrochen. Und das war natürlich auch für den deutschen Fußball natürlich ein großer Nachteil, weil dann in den 30er Jahren haben die Deutschen ja mehrere richtige Packungen von den Österreichern dann bekommen. 5:0 und 6:0 sind sie dann besiegt worden, weil der DFB eben sich geweigert hat, sozusagen die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch diese Ehrlichkeit zur Kenntnis zu nehmen, die dazu gehört, Spieler zu bezahlen. Und die haben sogar in der FIFA versucht, Österreich aus der FIFA rauszudrängeln. Also sie sind richtig massiv dagegen vorgegangen, gegen diese Initiative von Hugo Meisel, den Profifußball einzuführen. Und auch später, das werden wir ja vielleicht mal erwähnen, gab es ja diese Pokalwettbewerbe, die internationalen. Und die Österreicher und Hugo Meisel hätte gerne die deutsche Mannschaften dabei gehabt. Erst FC Nürnberg, zu denen gab es hervorragende Fußballbeziehungen. Und die hätten auch gerne mitgemacht, auch Spielvereinigung Fürth, das waren so führende Mannschaften aus Süddeutschland. Aber sie durften nicht. Sie durften nicht gegen die österreichischen Mannschaften antreten. Sehr zum Nachteil des deutschen Fußballs. Wir werden gleich nochmal auf diese internationalen Turniere kommen. Wie war denn die finanzielle Situation der Vereine? Also ihr sagt natürlich, die Spieler sollten bezahlt werden. Es gab eben auch Einnahmen durch Zuschauer. Traf das für viele Vereine zu oder war insgesamt die finanzielle Situation, wie du es gerade auch mit Wien, Andreas, beschrieben hast, nicht eher so grundsätzlich doch auch sehr angespannt? Doch, die war angespannt, zumal es in der Österreich oder Wien, genau genommen, als der Wiener Staat, der Wiener Stadt, ja, das sogenannte Rote Wien, ein bestimmtes Sozialprogramm hatte. Und die haben versucht, dieses Programm zu finanzieren mit Hilfe von Steuern, also wunderbaren Sachen, Sexsteuer und sowas, also alle Luxuswaren wurden hochbesteuert, aber auch Unterhaltungsveranstaltungen wurden hochbesteuert. Und dazu zählte dann auf einmal Fußball. Das heißt, die Wiener Vereine mussten sehr viel Steuern zahlen, hatten, klar, die Leute, man konnte keine großen Preise nehmen, weil die Leute eh kein Geld hatten. Das heißt, die wirtschaftliche Situation der Vereine, der Profivereine in Wien war wirklich immer problematisch. Also es war bis zum Ende, bis 1938 die Deutschen kamen und dann den ganzen Profifußball wieder abschafften, war es immer eine prekäre Situation für zahlreiche Vereine, zum Teil auch dann also in potenzielle Schieflage lagen. Es gab dann, also eine Idee übrigens dieser Europapokale war ja auch, eine neue Attraktion zu schaffen, für die Zuschauer zu kommen. Und die Vereine, die in diesen europäischen Wettbewerben, die Hugo Meisel dann angestoßen hat, teilnahmen, die haben dann auch Einnahmen generieren können. Aber das andere Seite war auch, dass diese Mannschaften praktisch im Sommer, wenn also keine Ligaspiele waren, durch ganz Europa getourt sind, eigentlich nur um Geld zu generieren. Das ist also dieses Konzept Profifußball war sicher richtig, war auch ein guter Schritt, denke ich mir, so von der ganzen Umfeld her. Aber es war ein sehr schwieriger Schritt und die Wiener Vereine hatten schon sehr zu kämpfen darunter. Es gab ja niemanden, der sie stützte, wie in Italien oder so, oder die Regierung Geld da reinströmen ließ, oder ja auch in Ungarn, wo
auch eine faschistische Diktatur war, die auch ein Interesse hatten, Geld da reinzupumpen. Die hatten also wirklich wenig Geld. Es war an der Rande einer prekären Situation, so muss man es beschreiben. Wie gesagt, Austria, Vienna, zum Teil auch Rapid, Accor zum Teil, die hatten schon finanzielle Basis, mit der sie arbeiten konnten. Aber die meisten anderen Vereine waren wirklich, zu wenig zu sterben und zu viel zum Leben oder so auf dieser Ebene. Bevor wir zu dem Thema die internationale Bühne kommen, zwei Orte nochmal. Eins ist mir gerade beim Thema Roten Wien nochmal eingefallen, der Karl-Marx-Hof. Ist es richtig, hat er dort gewohnt? Ja, und zwar in einer intellektuellen Wohnung, wie sich das so nannte. Das war eine etwas größere Wohnung als die normalen Wohnungen. Aber wie groß wird die gewesen sein? 80 Quadratmeter, schätze ich mal. Also eine riesige. Und über größer, Wohnung. Größer. 120 Quadratmeter, ja, aber sicher. Das Zimmer war noch riesengroß. Also allein das Wohnzimmer war größer als meine ganze Wohnung. Okay, das habe ich das an seine Erinnerung. Gut. Ja, ja. Okay, vielleicht hast du auch recht. Ich war ja auch ein Kind damals. Und ich erinnere mich unheimlich groß. Ja. Könnt ihr was zu dem Karl-Marx-Hof sagen? Das ist ja schon sehr imposant, wenn man dort steht. Ja, das ist ein beeindruckender Sozialbau. Ich glaube, 2 Kilometer lang, also richtig ein Riesenbau, der ja auch so was Wehrhaftes hat, mit so Türmen und Tordurchgängen, also was Burgartiges, was ja dann auch später tatsächlich dann also zynischerweise genau so auch betrachtet wurde von im Bürgerkrieg, als dann dieser Karl-Marx-Hof beschossen wurde. Und er hatte eine ganze Reihe von hochinteressanten sozialen Einrichtungen, das Waschhaus beispielsweise. Heute ist das Museum in Karl-Marx-Hof im Waschsalon, nennt sich auch Roter Waschsalon. Und Waschhaus gab es, es gab eine gemeinsame Küche, es gab gemeinsames Bad, also wo man duschen konnte und ähnliche Einrichtungen. Das war also richtig in vielerlei Hinsicht so das Modell einer sozialistischen Schicksalsgemeinschaft. Wobei das natürlich auch das Problem hatte, weil du es gerade ansprichst mit den Duschen. Ne? Es gab in den Wohnungen keine Dusche. Es gab keine Badewanne, sondern man ging davon aus, dass der neue sozialistische Mensch, der in Wien da nun dort in diesen Wohnungen wohnen durfte, natürlich selbstverständlich in die Gemeinschaftseinrichtungen ging. Auch das Waschhaus war eine tolle Sache. Man konnte dort waschen. Es gab keine Waschmaschinen in den Wohnungen, sondern außerhalb. Und es gab Gemeinschaftsräume. Also es ist ein hochinteressantes, auch gesellschaftspolitisches Modell gewesen. Ne? Und die Anlage natürlich mit so einem Innenhof, das war auch so ein bisschen, so hat man das damals auch bezeichnet, als ein schlossartiges Gebäude, das also gewissermaßen die Habsburger ersetzt oder die Habsburger Tradition fortsetzt, aber jetzt für die Arbeiter. Und diese Wohnung, die wurde ja noch lange bewohnt, richtig? Ja, da hat unsere Tante sehr, sehr lange gewohnt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Jahr sie dann die Wohnung verlassen musste. Sie ist ja dement geworden im hohen Alter. Aber das war. Also als wir das Buch geschrieben hatten, hat sie dort noch gewohnt. Ja, ja, ja. Und was erinnerte, wenn ihr in die Wohnung gegangen seid, an Hugo Meisel alles? Ja, das ging ja schon beim Eingang los. Ne? Wenn man reinkam, da hing da ein großes Bild, Schwarz-Weiß-Foto, mit dem Titel. Österreich gegen Schottland 5:0, Österreich gegen Deutschland 6:0 und Österreich gegen Deutschland 5:0. Und dazu ein Mannschaftsfoto und das Ganze ungefähr im Format DIN A2 oder DIN A2 war das. Ein großes, großes Bild. Und dann konnte man dann den Flur entlang laufen und kam ins Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer war natürlich ausgestattet mit vielen Vitrinen, in denen überall Pokale standen und irgendwelche Gastgeschenke standen. Und das Beeindruckendste für uns war immer gewesen, auf dem Schreibtisch, auch ein sehr schöner, großer Schreibtisch aus edlem Holz, da stand ein mächtiger, mächtiger Steinadler, aus Marmor gestalteter Adler, der unserem Großvater tatsächlich von Mussolini geschenkt worden ist. Und dahinter hing dann ein großes Bild einer sehr gut aussehenden jungen Frau, das war dann unsere Großmutter. Also das war, und dann an einer Wand auch noch eine große Plakette, die Hugo Meisel
zum 50. Geburtstag geschenkt worden ist von der Spielerunion, also von der quasi Gewerkschaft der Fußballspieler. Geschenk von Mussolini, das sorgt ja erstmal für so einen Stirnrunzeln. Ja, bei uns auch. Es gibt ja auch so ein Bild von Mussolini bekommen mit einer persönlichen Widmung von Mussolini. Und er muss wirklich ja ein Mussolini-Fan gewesen sein. Das kann man schon so sagen. Also das ist schade, aber es ist so. Er war wirklich begeistert von dieser, vielleicht sogar von der Diktatur, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall von Mussolinis Fußballprogramm war er auf jeden Fall begeistert, weil er viel Geld da reingesteckt hat. Aber es ist schon eine Sache, ich würde gerne mit meinem Großvater mal reden drüber, aber das geht ja aus vielen Gründen nicht. Also man kann vielleicht zur Entschuldigung von Hugo Meisel anführen, dass er, dass auch ein gewisser Walter Bensemann, der jüdische Herausgeber des Kicker in Deutschland, mit Hugo Meisel zusammen einen Empfang erlebt hat bei Mussolini. Und der Bericht von Bensemann, der dann im Kicker geschrieben hat, der trieft geradezu vor Ehrfurcht vor der großen Persönlichkeit Mussolini. Also Mussolini wurde damals eben nicht als Faschist wahrgenommen, sondern in der Sportwelt eher als der Förderer des Sportes, als der Stadionerbauer, derjenige, der auch Weltmeisterschaften organisieren ließ und den Fußball gefördert hat. Und das war für Hugo Meisel wie für den Walter Bensemann offenbar viel entscheidender als die Frage, naja, wie geht er mit seiner Bevölkerung um? Und ein zweiter Ort ist neben dem Karl-Marx-Hof das Wiener Ringcafé, das sehr häufig in eurem Buch auftaucht und ganz offensichtlich eben auch sehr häufig im Leben von Hugo Meisel bzw. in der Wiener Fußballwelt. Was ist das Besondere am Wiener Ringcafé? Gibt es das noch? Kann man den Ort noch sehen und besuchen? Ja, besuchen kann man ihn schon, aber das war, also ich bin jetzt aktuell gerade nicht mehr im Bild, aber zu der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben, war das ein asiatisches Spezialitätenrestaurant. Also das Café an sich gibt es gegenüber von angewandten Hochschule für angewandte Kunst ist das. Heute das heißt nicht mehr Kaiser Wilhelm Ring. Und natürlich völlig verändert. Es hat sich, also man kann nichts mehr von der Atmosphäre davon mitkriegen. Aber es ist erstaunlich weit weg. Es hat mich auch immer gewundert, weil der Platz, wo der österreichische Fußballbund war oder auch wo Hugo Meisel gewohnt hat, war ja eher im ganz im anderen Teil von Wien. Also musste er immer hingelaufen sein, also einmal um den Ring herum sozusagen oder gefahren mit der Straßenbahn oder einem Taxi. Aber die Lokalität gibt es noch, aber ohne jede Art von Flair in der Beziehung zumindest. Ja. Aber wenn man schon mal in Wien eine ähnliche Atmosphäre von einem Ringcafé erleben will, würde ich das Café Brückel empfehlen, gegenüber vom... muss ich widersprechen. Okay. Das 50er Jahre, also das stimmt, aber Entschuldigung. Aber zurück zu damals, welche Rolle spielte dieses Café zur damaligen Zeit? Und warum war das so wichtig? Naja, man traf sich im Café, das war sozusagen der Marktplatz, wenn man so will. Das Kaffeehaus war eine Begegnungsstätte, in der man stundenlang mit einer Tasse Kaffee sitzen konnte, ohne dass der Ober einen deswegen belästigte. Und gerade damals in der Zeit, die Leute hatten ja kein Geld gehabt. Und da war das Kaffeehaus war beheizt und es gab einen warmen Kaffee dort. Und man fand immer interessante Gesprächspartner. Und das war sozusagen die Tradition, man traf sich im Café. Man traf sich nicht irgendwo im Büro, sondern man traf sich im Café. Und diese Tradition hatte Hugo Meisel eben aufrechterhalten. Auch die Journalisten trafen sich im Café, um sich zu unterhalten. Und das war natürlich der Ort, wo der Hugo Meisel am besten den Kontakt mit den Journalisten herstellen konnte. Es gab keine Pressekonferenzen wie heute. Das ist auch der Teil dieser Kaffeehauskultur in Wien. Es trafen sich nicht nur Hugo Meisel im Kaffeehaus, sondern alle anderen auch. Also das war... Ja, das war ein öffentlicher Platz und es gab sehr, sehr viele Kaffeehäuser. Dass er gerade am Ring war, ist ein Zufall, aber das ist nicht notwendig. Es gab sehr viele kleine Kaffeehäuser und da traf man sich. Auch das wieder mal ein Hintergrund. Wien in den 20er Jahren war, oder auch vorher, war ja im Prinzip arm. Die Wohnungen waren klein, die Wohnungen waren schlecht, schlecht beheizbar. Es war kalt im Winter sowieso. Also sich in Wohnungen zu treffen, war ja ohnehin blöd. Also da ging man ins Kaffeehaus. Und das war so eine Tradition, die Hugo Meisel als Neu-Wiener dann schon wahrscheinlich in den 90er Jahren angefangen hat,
zu pflegen. Und das ist das erste, die erste ÖFB-Residenz war in der Annastraße, die war auch im Grunde im Kaffeehaus, im Hinterzimmer vom Kaffeehaus. Das ist das ist eine Kultur, die in den Fußball überging, die heute weitestgehend weg ist in Wien. Ja. Dann lasst uns mal zu dem Thema internationale Turniere kommen. Der Mitropa Cup, der jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist. Ja, so ein Grundsatz von Hugo Meisel war, die Entwicklung des Fußballs werde im Wesentlichen durch den internationalen Spielverkehr bestimmt. Das ist so ein Zitat, was ihr im Buch notiert habt. Wie kam er zu dieser Position? Also was sind die Eindrücke, die ihn dazu gebracht haben? Das ist erstmal ist es der Aufbruch nach 1919, der ganz wichtig für ihn war. Und seine Vorstellung war schon, dass Fußball überhaupt immer im Kopf haben, dass er im Grunde sehr stark auf England zielt. Also über dieser englische Austausch war für ihn fundamental auch schon bei der Generierung des Fußballs überhaupt im Anfang der 1900er Jahre. England ist, das ist dieser große Fixpunkt für ihn. Das heißt, Fußball kann nur entwickelt werden im Kontakt mit England, auch mit anderen Nationen. Das war von ihm klar. Und diese Pokale, die er in den 25er Jahren gemacht hat, ich denke mir, der Hauptmotiv war schon tatsächlich ökonomische Geschichte. Man musste Fußball attraktiv machen. Fußball als populäre Unterhaltungskultur musste ja Attraktionen bieten. Und das war diese internationale Geschichte sicher ein ganz wesentliches Motiv dafür, diese beiden Wettbewerber, die er da entwickelt hat und ja, im Wesentlichen im Grunde hat er sie entwickelt, zu gestalten. Würde ich mal sagen. Ja, ich sehe das genauso. Und welche Bedeutung dieser Fußball dann auch sozusagen als Identifikationsmöglichkeit hatte, das sieht man ja aus diesen Spielberichten, wenn man sich anschaut, mit welcher Inbrunst und auch zum Beispiel mit welchem Hass das Publikum diese Spiele verfolgt hat. Also da gab es ja eine ganze Reihe von skandalösen Vorgängen, die weit bei Weitem das übertreffen, was man heutzutage so an Hooligans kennt. Also hasserfüllte Stadien, wo der Gegner massiv beschimpft wurde. Das heißt, dieser übersteigerte Nationalismus, der schlug sich natürlich auch im Fußball nieder und das war natürlich dann sozusagen eine Begleiterscheinung dieser Internationalisierung des Fußballs, die dem Hugo Meisel auch sehr zu schaffen gemacht hat. Es war eben nicht nur Völkerverständigung und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es war sehr viel Nationalismus und Chauvinismus und Hass dabei. Könnt ihr noch was zur Entstehung des Mitropa Cups sagen? Oder böse gesagt, waren es idealistische Gedanken, die dahinter steckten, oder waren es auch wirtschaftliche Erwägungen? Gut, das hat mein Bruder ja schon gesagt. Also es waren in erster Linie natürlich wirtschaftliche Erwägungen. Man brauchte einfach interessante Spielpartner. Und das reichte eben nicht aus, eine Freundschaftsspiele zu machen. Wir kennen das ja heute auch, wenn Deutschland ein Freundschaftsspiel hat, dann ist das Stadion auch nicht mehr ausverkauft. Aber wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich um Pokal geht und ähnliches, dann ist das eine ganz andere Sache. Nicht? Da kommen die Leute in großen Mengen und sind auch entsprechend engagiert. Und es ging um Einnahmen. Es ging um Einnahmen zu generieren. Es gab ja keine Trikotwerbung, es gab kein Fernsehen, es gab keine Sponsoren. Es gab ja nichts in der Art. Es gab nur die Möglichkeit, über Zuschauereinnahmen diesen relativ teuren Fußballbetrieb zu finanzieren. Und das war die Idee dahinter, das denke ich jedenfalls. Es kommt noch was anderes dazu, nämlich diese Einführung des Profifußballs führte ja dazu, dass die Länder des Mitteleuropas gewissermaßen, also Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei, isoliert waren. Ja, das ist es gab eine andere Schiene über die FIFA, die ja schon natürlich international ausgerichtet war. Da war ja immer die Diskussion eines generellen europäischen, aber auch amerikanischen Fußballs, der sehr international war. Und Österreich und Ungarn, das hatte Wolfgang schon erzählt vorhin, war sehr stark isoliert und die Tschechien auch als Profimannschaften, als Profifußball. Und gerade für diesen Bereich musste was eine Alternative entstehen. Deswegen war das der Kern dieser Mitropa Cup und auch das Feder Cup, also dieser internationale Cup der Nationalmannschaften, Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn. Und dann kamen noch einige dazu. Es ist auch eine Notsituation gewesen, die da zu diesen Wettbewerben führte. Gibt es irgendeinen konkreten Anlass, eine konkrete Sitzung, wo der Mitropa Cup gegründet wurde, oder war das ein laufender Prozess?
Ja, es gibt eine Sitzung in Venedig, war das im Juli 1927. Dort wurde er im Grunde gegründet. Aber natürlich mit Vorbereitungen. Ne? Hugo Meisel war unterwegs, laufend unterwegs irgendwohin. Und aber es gibt so eine Gründungsveranstaltung im, glaube ich, Juli 1927 war das. Und dann 27 Juli. Und 27, 28 war zum ersten Mal der Europapokal, ja. Also das war schön Venedig. Interessanterweise Venedig, obwohl Italien erstmal gar nicht dabei war. Ja. Wer war denn so dabei? Also Tschechien, Ungarn, Österreich. Die drei waren es erstmal. Später kam dann Italien dazu, dann kam die Schweiz dazu, zeitweise auch Jugoslawien. Aber das waren diese drei. Das ist ja das Interessante, nicht? Also diese alte geografische Einheit Österreich-Ungarn ist sozusagen im Sport immer noch in Köpfen drin gewesen. Das war der Bezugspunkt. Und Wien war nicht zufällig dann auch der Ort, von wo aus dieser Cup dann managed wurde. Also Wien war immer noch die Hauptstadt in den Köpfen der Leute. Es gab ja die zwei Pokale, also diesen Europapokal der Vereinsmannschaften, der dann später unter dem Begriff Mitropa Cup immer in den Zeitungen zitiert wurde. Und dann diesen internationalen Cup und da war Italien von Anfang an dabei, 27. Deswegen war Venedig wahrscheinlich der Ort und möglicherweise hatte Meisel mit seiner Liebe zu Italien und zu Herrn Mussolini, das weiß ich nicht, immer schon gehofft, dass Italien da auch dann an einem Mitropa Cup teilnehmen würde, was dann später auch geschah. Ja. Wisst ihr, wie der Name Mitropa entstanden ist? Ja, das ist so, dass es, ich denke mir, das war einfach schick. Es gab diese Mitropa Eisenbahnfahrten und also Mitropa war diese Schlafwagengesellschaft. Und Schlafwagen doch auch, oder? Also zumindest Eisenbahngesellschaft, möglicherweise was einem schicker Name. Es gibt jemanden, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, die Frage, Stefan Krause heißt der, ob das Mitropa von dieser Firma gesponsert worden ist, aber es ist es nicht. Es ist einfach ein Name, der übernommen wurde, einfach weil er praktisch war. Also die Mitropa Cup selbst hat, also die Mitropa Gesellschaft hat damit nichts zu tun gehabt. Genau. Genau, das hat Stefan Krause und Dirk Succo auch nochmal in einem Podcast wunderbar erklärt und dargestellt. Ja, und wenn Sie schon dabei sind, Christian Lübcke gehört auch noch dazu. Das waren drei Leute, die sich beschäftigt haben. Ja. Genau, und kann man beim Hörfehler, beziehungsweise wie er jetzt heißt, der Podcast Fußballfrequenz, die Episode auch nochmal nachhören. Die würde ich natürlich auch verlinken in den Sendungsnotizen. Zurück zum Mitropa Cup und die Ausgestaltung. Du hast die Gewaltausbrüche der Zuschauer schon angesprochen, Wolfgang. Was ich auch häufig gehört habe, es gab Boykottdrohungen, Presseattacken auch gegen Hugo Meisel und irgendwann ist der Begriff Mitropa Cup müde gefallen. Trifft es das zu? Aber dann lese ich auch wieder, dass er ihn eigentlich reformieren wollte. So richtig glücklich war er dann nicht eine Zeit lang, oder? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also auch da, wir haben ja keine Aufzeichnung von Ihnen, Tagebuchnotizen, wo er stehen hat, um Gottes Willen, was läuft da schief und was soll ich tun, nicht? Sondern wir können das nur rekonstruieren aus Zeitungsberichten. Also es ist so, dass der Hugo Meisel darüber sehr unglücklich gewesen zu sein scheint, wie sich diese Politisierung des Fußballs da wieder durchgesetzt hat und wieder ja, auch diese emotionale Seite eben sozusagen nicht auf der sportlichen Seite geblieben ist, sondern dann auch sozusagen auf so nationalistische Ebene geraten ist. Und aber viel mehr wissen wir, glaube ich, nicht über das, was in ihm vorgegangen ist. Er hat den Pokal jedenfalls immer weiter betreut und es gab immer wieder auch Versuche, andere Länder mit hier zuzukriegen, Schweiz beispielsweise, aber die Schweiz, das war eben ein totaler Reinfall, weil die beiden Mannschaften, die da mitgemacht hatten, die waren so schlecht, dass da sowieso keine Zuschauer gekommen waren. Ich glaube, Austria gegen Grasshoppers Zürich, da waren 7000 Leute gekommen. Das hat sich also einfach auch nicht gelohnt. Ne? Während der Hugo Meisel sicherlich die Schweiz gerne dabei gehabt hätte, weil er auch der Schweiz ja sehr verbunden war. Oder Jugoslawien war dabei, da hat man gehofft, dass dann eben Ljubljana mitspielt oder Triest oder ja, Trieste ist ja dann nicht Jugoslawien, sondern also Rijeka, Fiume. Also jedenfalls, dass diese eher
kroatischen und Zagreb und slowenischen Mannschaften dabei wären, weil zu denen hatten die Österreicher eine Beziehung. Tatsächlich spielte dann aber Split und Belgrad dann mit, und die waren damals genauso wenig interessant, wie ich behaupte, wie es heute wäre. Nicht? Also auch heute sind jugoslawische Mannschaften nicht kein Kassenmagnet, sondern Kassenmagneten sind andere, Italiener beispielsweise, auch heute noch. Ne? Wobei es ja natürlich schon Reformversuche gab. Ne? Also was wollte er reformieren? Also was waren die Punkte, die er angehen wollte? Vor allem verschlanken, weniger Teilnehmer. Und er wollte dann teilweise, haben sie versucht, Gruppen zu bilden. Das war im Grunde ein K.O.-System. Und das war natürlich ein wenig erfreulich für einige Mannschaften, die ausschieden, also so Gruppenphasen zu machen. Aber das wurde im Grunde nicht mehr unter seiner Zeit realisiert, weil er vorher gestorben ist. Das war also aber 35 war das eine große Diskussion, ja, wie man den reformieren kann. Also es war nicht nur ein Erfolgsmodell, sondern es gab tatsächlich inhärente Schwierigkeiten mit dem Europa, vor allem bei dem Metropa-Cup. Der internationale Cup, der lief besser, aber endete auch während des dritten Durchlaufes, das war eben auf 2 Jahre etwa gedehnt, da war die Politik, schlug zu. Ja. Wenn wir bei seinem internationalen Engagement sind, geht es nicht ohne die FIFA zu besprechen. Auch dort war er lange Zeit aktiv. Wie lang kann man das sagen? Also 1936 ist er geehrt worden für wie viele Jahre Mitgliedschaft? 30 Jahre. 1906 war der schon dabei. Da war er schon ein internationaler Sekretär des österreichischen Fußballverbandes, war er bei einem Kongress dabei. Schon lange Zeit. Was für eine Rolle spielte er innerhalb der Organisation? Klar, er vertrat Österreich ganz offensichtlich. Aber erst nach dem Krieg. Also vorher war er nur als internationaler Sekretär gewissermaßen untergeordnet. Da war er auch nach der Ignaz Abeles als stellvertretender Präsident des österreichischen Fußballverbandes dabei, aber nach dem Krieg war er quasi der internationale Vertreter für alles. Also der Präsident spielte geringe Rolle, er vertrat Österreich dann und war dann die treibende Kraft auch in der FIFA dann. Aber nach 1919 erst. Und dann hat er viel gemacht. Ja. Was denn zum Beispiel? Es war ja eine fatale Situation für Österreich, dadurch gegeben, dass Österreich quasi isoliert war als Kriegsverlierer. Und er bemühte sich also ganz langsam innerhalb der FIFA, soweit es konnte, er war ja nicht mehr Mitglied der FIFA, so ohne weiteres, aber innerhalb der internationalen Gemeinschaft, sich da neue Positionen zu erarbeiten, dass auch Länderspiele stattfinden mit Österreich. Das gelang dann, die erste Länderspiele war dann mit Schweden. Da waren sie sehr glücklich, dass das klappte. Und dann war er wieder bei der FIFA und versuchte gerade seine, wann war das, 24 glaube ich sogar, dann auch die Isolierung der 3 Profistaaten zu überwinden. Und da als Profimannschaften der Österreich nicht teilnehmen durfte, wie auch Ungarn und Tschechoslowakei, zumindest nicht mit ihrer stärksten Mannschaft an den Olympischen Spielen, weil es waren ja Amateure angeblich, ging es darum, eine Weltmeisterschaft zu schaffen, die dann für alle offen war, also für Amateure und Profis. Und das war ein ganz wesentlicher Beitrag, den er leistete, zusammen mit anderen. Also der Nene ist vielleicht der bekannteste von denen, die dann diese Weltmeisterschaft 1930 eröffnet haben in Uruguay. Oder wie ein Reinfall war, weil fast keine europäischen Mannschaften dort teilnahmen, weil es eigentlich verrückt war. Wie kommt man nach Uruguay ohne Flugzeug? Also das ist eine andere Sache. Da wurden die Weltmeisterschaften vorbereitet, die für alle offen waren, für Amateure und für Profis. Das war ein ganz wesentlicher Teil seiner Tätigkeit, die Begründung der Weltmeisterschaften. Na, ich dachte gerade 1934, so eine nette Diskussion, es gibt ja gerade Diskussion Nummer 2034, die Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien austragen durfte, weil es eine Diktatur ist. Aber die Weltmeisterschaften 1934 wurden auch in der Diktatur ausgetragen. Also das hat in der FIFA schon viel Tradition. Ne? Alles so nebenbei. Ja. Was natürlich ein schwieriges Fazit ist nach 100 Jahren. Ne? Aber ja. Hugo Meisel wurde nicht FIFA-Generalsekretär. Warum? Also eine Theorie lautet, er wollte einfach nicht seine Heimatstadt Wien verlassen. Er wollte nicht nach Zürich oder nach, weiß ich, wo die FIFA ihren Sitz hatte, Zürich, glaube ich. Das ist der eine Grund. Ansonsten, ja, warum? Also er war im Gespräch. Er war im Gespräch dafür und dann hat er aber selbst entschieden, dass er es nicht macht. Vielleicht wollte auch seine Frau nicht nach Zürich ziehen. Auch da ist das gleiche Problem wie immer wieder. Es gibt leider nicht das dicke Tagebuch von Hugo Meisel,
wo man das nachlesen kann. Sondern kann es nur rekonstruieren. Und ansonsten kann man halt mutmaßen. Ne? Ja. Ja, aber es bringt auch nichts her. Das ist die Aufforderung für alle, Tagebücher zu schreiben. Ja. Damit wir hatten ja so gehofft, dass wir irgendwo in irgendeinem Keller oder auf irgendeinem Dachboden so 8 Bände finden. Aber naja. Oder wenigstens einen Brief, in dem Hugo Meisel dann an seinen Bruder Willi Meisel schreibt: Lieber Willi, ich könnte ja jetzt FIFA-Sekretär werden, aber ich will es nicht, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Aber gibt's nicht. Aber das ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, wie es denn mit den Geschwistern von Hugo Meisel war. Da ist ja, Willi Meisel ist, glaube ich, ein relativ bekannter, berühmter Journalist gewesen, richtig? Also Willi Meisel kann man, glaube ich, als einen der Erfinder des Sportjournalismus bezeichnen. Also das sozusagen literarisch engagierten Sportjournalismus. Er hat ja über die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932 ein Buch geschrieben, das auch literarisch einfach von Bedeutung ist. Und es ist eben nicht nur so eine Sportberichterstattung, sondern er hat sozusagen die Verbindung hergestellt zwischen einem sozusagen literarischen Anspruch und Sport. Und war natürlich in guter Gesellschaft. Wir wissen ja, Brecht hat gerne geboxt und die Verbindung von Sport und Kultur war damals ja durchaus sehr beliebt. Und er hat im Grunde die Sportredaktion aufgebaut bei der Vossischen Zeitung. Ja, und wurde dann 1934 fürchterlich gemobbt, bis er dann schließlich resigniert nach England emigriert ist. Also nicht nur 34, es ging ja 33 schon los, hat ein Jahr lang durchgehalten, hat tapfer versucht, was dagegen zu stellen, bis er dann irgendwann aufgegeben hat. Dann lasst uns mal über Hugo Meisel als den Bundeskapitän sprechen. Ich weiß, es gibt keine Aufzeichnung. Ich wage mich trotzdem zu fragen, wie muss ich mir den Hugo Meisel als Trainer vorstellen? Es gibt da unterschiedliche Berichte, ja. Aber wir können uns das kaum vorstellen. Es gibt ja so die Berichte, dass er so ein sehr autoritärer Trainer war, der auch sehr bösartig sein konnte. Aber mit Bösartigkeit alleine kann man keine Mannschaft zu Höchstleistungen bringen. Es wird erzählt zum Beispiel, dass er seine Spieler gut ansprechen konnte, weil er sprachbegabt, wie er war, halt auch otterklingisch reden konnte, also oder ja, favoritisch, also diese Dialekte. Und ich meine, er hat natürlich auch, wenn man an Schindler denkt, der ja auch Tschechisch konnte mit Sicherheit, weil er ja tschechische Vorfahren hat, möglicherweise auch auf dieser Ebene ganz gut mit den Leuten raus, aber er konnte offenbar mit, es waren ja Fußballer, waren damals natürlich, wie heute im Grunde auch, obwohl sich das ein bisschen geändert hat, aber Leute aus der Unterschicht, wie man so schön sagt, also aus dem Arbeitermilieu, aus den Arbeitervorstädten, eben Otterkring oder aus Favoriten oder wo sie alle herkamen, und er musste diesen Draht entwickeln als schon ein bisschen großbürgerlicher Trainer, wie man mit denen redet, aber das ist wirklich. Es gibt da keine richtigen Darstellungen auch, also wie er das als Trainer gemacht hat. Was hat er den Leuten denn gesagt? Es gibt eine Ansprache von ihm vor dem großen, berühmten Spiel in Stamford Bridge 1931, wo er dann, was 31 oder 32 war, das 32, ist immer 32, indem er so einen richtigen aufputschenden Vortrag hält, dass sie ja ihre Zukunft machen können. Also da konnte er offenbar auch ein bisschen mitreißend reden, aber das sind alles Mutmaßungen. Ne? Ja, wobei da ja berichtet wird, dieser berühmte Satz, den wir nur ansatzweise auf Wienerisch aussprechen können, dass er gesagt haben soll vor dem Spiel gegen England, spült's euer Spül. Und also spielt euer Spiel. Was natürlich zweierlei beinhaltet. Einmal, dass er sozusagen es zutraute, zu wissen, wie sie spielen sollen. Nicht? Und zum Zweiten, dass er offenbar doch der Meinung war, dass seine Mannschaft einen ganz bestimmten Stil zu spielen hatte. Und das führt jetzt zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Doch diese englische Art des Fußballs war doch eine ganz andere Art als die österreichische Art des Fußballs oder die von Schottland beeinflusst war. Und genau das war eben auch sozusagen das, was dieses Spiel so spannend macht, auch jetzt sporthistorisch betrachtet. Da trafen zwei Systeme aufeinander, zwei Spielsysteme aufeinander. Und die Frage war, welches von den beiden Systemen ist erfolgreicher und welches ist attraktiver?
Und das Erste war natürlich, England hat gewonnen 4-3, aber nach allem, was man liest, waren alle hellauf begeistert von der Spielkunst der Österreicher. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Wendemarke in der Geschichte des Fußballs gewesen. Insofern hat dieses Spiel wirklich eine besondere Bedeutung gehabt. Ihr sprecht im Buch vom WM-System. Könnt ihr das kurz erklären? Ja, das WM-System beruht also Gründe auf einer Art von Anordnung. Also die ursprüngliche Anordnung war ja 2 Spieler Verteidiger, 3 Spieler die Läufer und 5 Spieler die Stürmer. Und was das WM bedeutet, wenn man das einzeichnet, ist im Grunde, dass man Mittelspieler, also der in der Dreierreihe steht, etwas zurückzieht und die beiden Außenspieler etwas zurückzieht. Diese Verbindungsspieler heißen die, also die zieht man ein bisschen zurück, das gibt das W oben und dieser etwas zurückgezogene Mittelläufer, wie man es früher sagte, gibt dann das M. Und das ist eine neue, das ist eine, im Grunde eine Verstärkung der Abwehr. Dass man also im Grunde Spieler ein bisschen zurückzieht, die Abwehr verstärkt. Das hat was zu tun mit der Regelungsänderung damals vom Abseits. Bis dahin musste man ja immer 2 Spieler abseits stellen gewissermaßen und einen Torwart. Und das war diese neue Idee. Das Entscheidende am WM-System nochmal ist, dass man die Defensive verstärkt, indem man den Mittelläufer zurückzog und die beiden Verbindungsspieler des Angriffs zurückzog. Und damit ein neues Mittelfeld schuf im Grunde, später gab es ja 4-3-3, ist ein bisschen übertrieben, aber also es waren nur noch 3 Stürmer im Grunde vorne und im Mittelfeld waren im Grunde 4, also es war so ein Art 3-4-3-System, wenn man das mal so im heutigen System umwälzt. Aber die Verstärkung der Verteidigung, das war das, was dann auch dazu geführt hat, dass weniger Tore fielen übrigens, das war ein Ergebnis davon. Ab wann ist er eigentlich Trainer der Nationalmannschaft? Wir hatten ja vor uns auch über Jimmy Hogan ganz am Anfang diskutiert und dass die Aufstellung der Nationalmannschaft von Vereinsvorständen möglich war 1911. Ab wann beginnt seine Trainerzeit so offiziell? Naja, das beginnt schon mit der Definition. Also was ist ein Trainer? Also Hugo Meisel hat in erster Linie die Mannschaft aufgestellt. Das war eigentlich seine Haupttätigkeit. Und wie weit er dann wirklich Spielzüge einstudiert hat oder die Leute in bestimmter Weise da geschult hat, also das ist unklar. Wie gesagt, er hatte zum Beispiel Jimmy Hogan, das war ein richtiger Trainer, der hat wirklich mit den Leuten eine bestimmte Art zu spielen geübt. Während Hugo Meisel hat eigentlich die Leute ausgesucht, auch so auf den Gegner hin dann orientiert, welche 11 Spieler lasse ich am besten jetzt gegen diese ungarische Mannschaft spielen oder gegen diese englische Mannschaft spielen? Wie stelle ich die Mannschaft auf? Eher im WM-System oder eher offensiver und so weiter. Das so die taktischen Vorgaben. Das war eigentlich das, was Hugo Meisel gemacht hat, aber nicht das, was man so allgemein unter Training versteht. Ich glaube, das hat er nicht gemacht. Es gab ja, glaube ich, auch so Assistenten von ihm, die da auf dem Platz waren und da geholfen haben. Also ich kann mir meinen Großvater nicht vorstellen, mit einem Trainingsanzug. Das glaube ich nicht. Der hat seinen Bowler hat er vielleicht abgenommen, aber er hat einen Anzug angehabt. Er war immer sehr korrekt gekleidet. Er war ja auch dann später ein bisschen dicker, also übergewichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dem Trainingsplatz den Spielern was gesagt hat. Er hat sicher was gesagt, aber dass er mit denen so Übungen gemacht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber er hat natürlich so taktische Vorgaben gemacht und möglicherweise auch die Spieler jetzt immer wieder bei seinem Wesen angeschrien, was die falsch machen und lauf doch und renn doch und da und so. Das kann schon sein. Aber ja, es gibt so manche Trainingsberichte, die sind also sehr wenig aussagekräftig. Hier gibt es einen wunderschönen Bericht darüber, wie die da sich trafen morgens und dann 2 Milliarden Wassertropfen auf dem Platz und dann ließ er die schießen, dann ließ er die anderen schießen, dann hat er sie gegeneinander spielen lassen, manchmal Kommentare abgegeben. Also, wobei ich jetzt ehrlich gestehen muss, ich weiß auch nicht, irgendein Trainer, der Herr Tuchel oder sowas, wirklich trainiert. Das ist schon eine spannende Frage. Ich bin kein Fußballtrainer. Oder der Herr Topmöller, um bei Frankfurt zu bleiben. Weil du es gerade angesprochen hast, dieses Bild des, Mannes mit Bauch und Stock, das ist ja dann eher ein Bild aus der
zweiten Lebenshälfte, also so gerade zum Anfang ein sehr drahtischer, sportlicher. Und ich glaube, ihr schreibt über so ein unglückliches Jahr 1929. Das ist, hat da ein bisschen was damit zu tun, kann das sein? Wo er sehr krank war? Also, dass er da dick geworden ist, hat sicher damit zu tun gehabt. Er hat sich ja kaum bewegen können, weil er ja diese ganz schwere Rippenfellentzündung hatte, an der er fast gestorben wäre. Und da hat er ja monatelang dran laboriert. Er ist ja noch Arosa gegangen, noch zur Erholung. Also er hat sich dort, glaube ich, dann richtig dick und fett gefressen dabei, ne? Weil er eben sich kaum bewegen konnte. Und diese Kleidung, wann das angefangen hat, das wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich weiß nur, dass in einer bestimmten was damit zusammenhängt, ist eben sozusagen seine Medienpräsenz. Das ist ja auch etwas, was bei ihm besonders war. Er war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und hat sich auch als besondere Persönlichkeit inszeniert. Dazu gehört eben auch dieses Auftreten mit Stock und Hut und solchen Dingen, die da auch damals bestimmt für einen Trainer äußerst ungewöhnlich waren. Aber er war eben nicht nur der Trainer, er war ja ganz was anderes noch. Und das hat er damit auch vermittelt. Und, oder auch die, kann man ja auch so interpretieren, die Verbindung von dem Sport mit der Alltagskultur oder mit einer sozusagen einer besonders höher stehenden Kultur. Hat sozusagen den Fußball rausgeholt aus dem Arbeitermilieu hinein in diese Gesellschaft des gehobenen Bürgertums. Kann man sagen, dass es ihm gelungen ist, die Nationalmannschaft als eine Art Identitätsstifter zu etablieren, also das, was heute offensichtlich im DFB viele Menschen versuchen, dass das Hugo Meisel gelungen ist? Das hat mein Bruder ja vorhin schon beschrieben. Österreich war ein Land, das eine glorreiche Geschichte hatte und dann 1918, 19 dann plötzlich zu einem bedeutungslosen Kleinstaat wurde mit einer riesengroßen Hauptstadt, die zu dem Land überhaupt nicht passte. Und Österreich war also zutiefst, abgewertet geworden dadurch. Auch die Bedeutung, der Bedeutungsverlust war enorm. Und hinzu kam eine unglaubliche Armut in Österreich. Und wir hatten, ich hatte ja mal so eine kurze Korrespondent mit, mit Toller, genau. Und der hat geantwortet, man hatte ja sonst nichts. Man musste ja, außer Fußball gab es ja nichts, worauf man stolz sein konnte in Österreich. Georg Stefan Toller hieß der, genau, ja. Und das ist genau der Punkt. Sie hatten nichts in Österreich, die waren arm, bitterarm, hatten eine Arbeitslosigkeit von 30-40% und eine Massenarmut, die man sich gar nicht vorstellen kann. Da gab es nur noch den Fußball, wo man stolz sein konnte. Und die Nationalmannschaft eben. Und das Jahr 1929 war ja ein doppeltes Unglücksjahr für Österreich. Erstmal für den Hugo Meisel persönlich, aber dann war dadurch dort noch die Weltwirtschaftskrise, genauso wie bei uns, aber noch viel schlimmer. Und das ist das spielt da rein, was mein Bruder gerade gesagt hat, dieses wirklich völlig depraviert sein. Also das war natürlich der Nährboden, auf dem so ein Wunderteam entstehen konnte. Also wie das Wirtschaftswunder nach 1949, so entstand ein Wunderteam. Österreich ist zu Wundern bereit. Also da gab es einen Zauberer mit einem Zauberstock und so. Das ist eine ganz eigenartige. Man muss immer aufpassen, das ist was Realität ist. Sicher, die Mannschaft hat 14 Spiele lange nicht verloren, aber es sind auch immer Zuschreibungen, Erwartungen, Hoffnungen, Konstrukte, die da eine Rolle spielen. Ne? Bis in die Sprache hinein, ja. Ja, das ist schön, dass du das so differenziert siehst. Es ist aber eben auch eine wunderbare Geschichte, woran sich eben auch viel festgemacht wird. Du hast angesprochen, 1929 ist der 6. Januar, wo ihr schreibt, die Geschichte des Wunderteams begann mit einem Desaster. Was passierte denn am 6. Januar 1929? Das war das berühmte Spiel gegen Süddeutschland, glaube ich, in Nürnberg war schon. Ach ja. Wo die Mannschaft verloren hat gegen eine, was weiß ich, süddeutsche Auswahl. Also ich meine, das ganze Problem war ja, dass die Deutschen ja den österreichischen Fußball boykottiert hatten. Und dann wurde dieser Boykott gelockert und Süddeutschland durfte als Teilverband gegen Österreich spielen. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob sie die unter Österreich firmierten oder unter Wiener Stadtmannschaft, aber das war eh egal. Und da haben sie halt verloren.
Und Schindler soll da ganz schlecht gespielt haben, weil er sich laufend verdrippelt hat. Und das ist ja Scheibe, Fußball sozusagen. Und dann, ja, bekam so eine Besinnung auf das, was eigentlich Fußball sein könnte. Und vielleicht wurde auch die Autorität von Hugo Meisel dadurch gestärkt, dass er plötzlich derjenige war, der jetzt die Zügel anziehen musste, wenn man dieses Bild benutzen darf. Also, und er einen Fußball neu erfinden musste. So ein bisschen in die Richtung geht das. Weil du es gerade ansprichst, der Matthias Schindler steht wohl wie kein zweiter Spieler für das Wunderteam. Das Verhältnis zwischen ihm und Meisel war nicht komplikationsfrei, oder? Naja, es gibt ja diese Legende, sage ich mal, denn es ist ja nicht wirklich überliefert, dass nach diesem Spiel, von dem mein Bruder gerade sprach, der Schindler zum Hugo Meisel gesagt haben soll, also ich weiß eh, warum wir verloren haben. Wir hätten mehr scheibeln müssen. Und das war ja genau das, was Hugo Meisel eben ihm vorgeworfen hatte, dass er eben nur klein-klein gespielt hatte, statt auf diesem gefrorenen Fußballplatz, der war ja nicht wie heute geräumt, sondern das war einfach eine Eisfläche, da hatte man tatsächlich nur eine Chance, wenn man weite Bälle gespielt hatte und eben gerade nicht getribbelt hatte. Und jedenfalls, und das wurde angeblich dann angeblich hat er diese Bemerkung gemacht mit dem Scheibern, wir hätten scheibern müssen. Hugo Meisel hätte ihn fast aus dem Zug geworfen, wird behauptet. Und er wurde auch nicht mehr aufgestellt, wird auch behauptet. Aber alles das ist natürlich nicht belegbar. Er ist im Zug geblieben und er wurde auch beim nächsten oder übernächsten Spiel wieder aufgestellt. Und dann konnte der Hugo Meisel ihn gar nicht mehr aufstellen, weil er inzwischen schwer krank war. Ne? Also, und so entsteht dann so eine Legende. Er wurde nicht aufgestellt aus objektiven Gründen, aber es wird behauptet, er hat sich da mit Hugo Meisel verscherzt und hat sich da mit ihm überworfen und deswegen durfte er nicht mehr. Alles Legende, alles nicht wahr. Was waren denn letztendlich dann die Gründe, dass dieses Wundertüm möglich war? Also was waren die Gründe für den Erfolg des österreichischen Fußballs? Also ein Teil davon heißt schon Schindler. Also das muss ein hochbegabter, begnadeter Fußballer gewesen sein. Also selbst unsere Mutter hat immer wieder erzählt, weil der Schindler, der kam mit dem Ball zwischen den Spielern durch. Man weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ne? Der dribbelte sich zwischen Spielern durch und keiner konnte ihn aufhalten. Also er war offenbar ein Mann mit einer unglaublichen Technik, auch einer sehr, sehr guten Schusstechnik. Und das war ein Teil der Lösung. Und das andere war, dass eben offensichtlich der Hugo Meisel genau die richtigen Leute für die richtige Position gefunden hatte. Also zum Beispiel die Mittelstürmerposition hatte vorher ein gewisser Schweigel gehabt, von Vienna, der war älter als der Schindler und hatte damit sozusagen, sozusagen das Erbrecht darauf, Mittelstürmer zu spielen. Und es gab wohl ein langes Gespräch zwischen Hugo Meisel und diesem Schweigel, wo er ihn davon überzeugt hat, dass er doch vielleicht Halbstürmer spielen könnte und Schindler auf die Mittelstürmerposition lassen könnte. Und hat ihn davon überzeugt, dass das vielleicht ganz gut funktionieren würde. Und kann sein, dass genau diese Maßnahme sozusagen die Durchschlagskraft dieser Mannschaft enorm erhöht hatte. Und dass sie da sehr viel erfolgreicher dann Fußball spielte als vorher. Letztendlich muss man sagen, also er hatte ein Auge dafür, für die richtigen Spieler, für die richtige Position. Und die Zusammenstellung des 100-Teams beruhte auch darauf, dass wirklich jahrelang fast dieselbe Mannschaft spielte und auch erfolgreich spielte und nur ganz wenige Wechsel stattfanden. Also es war zum Beispiel kaum jemand von Rapid dabei. Was ja die Rapidler, den Hugo Meisel immer sehr übel genommen haben, aber die passten eben nicht in das System. Und das war eben doch schon eine Fähigkeit von ihm, zu erkennen, der passt hierhin, der passt dorthin und der passt nicht. Auch wenn er im Verein gut spielt. Andreas, noch einen Punkt vergessen oder alles genannt? Ja, man kann natürlich spekulieren darüber, dass der Profifußball eine große Bedeutung hatte dafür. Das vor allem in Ländern, in den kleineren Ländern oder wo noch kein Profifußball existierte, die jetzt eine Mannschaft auftrat, die einfach geschulter waren, die viel mehr Spiele in den Knochen hatten, Beinen hatten, die möglicherweise körperlich auch schneller waren. Also es ist ja das, was immer wieder geschildert wird, ist, wie schnell die kombiniert haben, dass sie gerade als die Spiele gegen Deutschland stattfanden,
stammt von in Berlin und in Wien dann, dass sie einfach für die Deutschen viel zu schnell waren. Und das kann einfach diese Schulung des Profifußballs in den Vereinen bedeutet haben und die natürlich Hugo Meisel entsprechend auch aufgegriffen hat. Das wäre nur eine andere Erklärung dafür. Es war natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Glück dabei. Also, ja, also das ist, sie haben 14 Spiele tatsächlich nicht verloren, aber sie haben auch nicht nur gute Spiele gemacht. Das muss man auch ein bisschen relativieren. Aber möglicherweise war dieser Profifußball da ganz segensreich für die Spielweise der Mannschaft von Österreich. Österreich wird Europameister zu dieser Zeit. Wie gelang das? Es war diese Europameisterschaft, die jetzt in Italien, Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde. Und das war also über 2 Jahre verteilt. Immer mit der Spiele, die da dieser Europameisterschaft zugeordnet wurden. Am Ende haben sie relativ knapp vor Italien, glaube ich, gewonnen. Ja, das dokumentiert einfach ihre Stärke, ihre Spielstärke. Aber das war ja schon also am Ende der Wunderteamszeit. Und da gab es auch sehr enge Spiele, also Tschechoslowakei oder Ungarn. Die waren nicht wirklich viel schlechter als Österreich oder Italien. Sonst, ja. Das Jahrhundertspiel vom 7. Dezember 1932, glaube ich, gehört da noch irgendwie dazu zu erwähnen. Was ist das Besondere an dem Spiel? Ihr habt das, glaube ich, sehr, sehr ausführlich auch das Spiel beschrieben. Aber was verbindet ihr mit diesem Spiel? Naja, wie gesagt, also das habe ich vorhin schon so erwähnt und angedeutet. Das war ein Spiel, in dem zwei Systeme aufeinander trafen. Und zwar England als das Mutterland des Fußballs und Österreich sozusagen als die Verfeinerung des schottischen Stils, Fußball zu spielen. Und das war sicherlich das eine. Und das zweite ist, dass in Österreich dieses Spiel eine unglaubliche Öffentlichkeitswirksamkeit hatte. Es gab tatsächlich damals, wahrscheinlich zum ersten Mal, richtige Schlachtenbummler, die sich von Wien aus auf den Weg gemacht hatten, angeblich mit Fahrrad sogar oder zu Fuß, oder jedenfalls mit rot-weiß-roten Kokarden sich auf den Weg gemacht hatten nach England, um dem Spiel beizuwohnen. Das Spiel wurde sogar öffentlich übertragen mit Lautsprechern auf dem Heldenplatz. Da sind dann die tausende Menschen da gestanden und haben dann diese Reportage gelauscht. Das war ein echtes Medienereignis. Und auch da haben wir schon drüber gesprochen, das war natürlich absolut identitätsstiftend. Österreich, das kleine Österreich und das mächtige England, ne? Auf Augenhöhe miteinander im Länderspiel. Und es war gut, dass sie verloren haben, weil Länder, die Identität brauchen, verlieren am besten. Dann können sie sich als Opfer sehen. Also wir sind die, wie hieß das 1966, als Deutschland gegen England verloren hatte, wir sind die wahren Weltmeister. Ja, und sowas, wir sind eigentlich die wahren, wir vertreten die Zukunft, wir vertreten den besseren Fußball, den schöneren Fußball. Aber die Welt ist also ungerecht. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl für Identitätsstiftung, also glaube ich zumindest. Und da kommt noch eine kleine Heldengeschichte dazu. Nämlich ein Spieler, ich weiß jetzt gar nicht mal den Namen, war angeblich schon verletzt auf den Platz gegangen und hatte tapfer durchgehalten, humpelnd irgendwie doch noch mitspielen können, weil man konnte ja niemanden auswechseln, man durfte ja keinen auswechseln und hat das Spiel also mit durchgezogen. Also auch noch so eine kleine Opfergeschichte, ein kleiner Held, ein heldenhafter Außenstürmer, der, ich glaube, nicht der Zizek war das, sondern der auf der anderen Seite spielte, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Jedenfalls, ist egal, also jedenfalls weiß ich nur, dass das in der Presse auch noch mal ganz ausführlich beschrieben wurde. Ja, eigentlich sind wir ja mit einer Truppe von Halbinvaliden angetreten in England und trotzdem haben wir nur 4-3 verloren. Also ich erwarte immer noch, dass irgendjemand einen Film drüber dreht, aber es ist leider so, das ist eine Heldengeschichte ohne Ende. Also das ist, kann man einen tollen Film machen, aber leider haben wir noch niemanden gefunden. Der das verfilmt. Was müsste so als Spielfilm, ja. Was müsste er denn dann vom, ja, ihr nutzt den Begriff Niedergang des Wunderteams, was müsste er denn von dieser Zeit beinhalten, dieser Film? Also was passierte nach dieser erfolgreichen Zeit mit dem Wunderteam? Ja, wenn man das so wüsste, gell. Also Schindler ist alt geworden, das war einer der Gründe. Der war nicht mal so schnell, war nicht mal so. Er war ja auch, hatte immer so einen Knieschützer gehabt, weil er schon angeschlagen war. Er war nicht mal ganz gesund. Und das war sicher ein wichtiger Faktor. Also, und er war
in seiner Art nicht ersetzbar. Also das, man konnte sozusagen nicht Schindler 1:1 ersetzen durch einen anderen Stürmer. Bizan beispielsweise oder solche Leute. Sondern das war dann ein anderer Fußball, der dann gespielt wurde und auch dann offenbar nicht mehr so erfolgreich. Aber ich meine, es ist auch bezeichnend, dass Bizan sowohl als auch der Pepper Binder dann, die kam von Rapid. Das war ein anderer Stil. Also das, ich meine, der Stil war nicht mehr durchhaltbar. Vielleicht auch deswegen, weil die anderen Mannschaften inzwischen wussten, wie Österreich spielt und was dagegen zu setzen hatten. Ja, das ist irgendwie, aber ja, warum geht der Erfolg auf einmal zu Ende? Ne? Weil Spanien war mal wahnsinnig erfolgreich im Fußball und dann war noch eine Durststrecke. Das ist, wie kommt sowas, gell? Das ist, weiß ich auch nicht. Aber immerhin, der größte Erfolg, den Hugo Meisel noch erreicht hat, das war 1936, glaube ich, nämlich den Sieg gegen England. Gell? Schon nach der nach dem Niedergang eigentlich, dieses berühmte 2:1, zeigt das also eigentlich, Niedergang ein sehr relativer Begriff ist. Vielleicht hat sich die Sache nur normalisiert. Und Österreich war nicht mehr so überlegen, aber sie konnten unbedingt mithalten mit den Spitzen Europas, selbst mit England. Und die wären auch 1934 in der Lage gewesen, Weltmeister zu werden. Denn diese Weltmeisterschaft 34, die war ja, naja, sagen wir mal, nicht ganz unbeeinflusst von politischen Direktiven gewesen. Und Mussolini hat zwar diese WM ausgetragen und mit allem ausgestattet, was man sich noch erträumen konnte, mit tollen Stadien, tollen Verkehrswegen und all dem und viel Geld. Aber Bedingung war natürlich, dass Italien dann gefälligst auch Weltmeister wird. Und die italienische Mannschaft hat wirklich sich mit den übelsten Fouls bis ins Endspiel gebracht und dann auch mit den übelsten Fouls das Endspiel dann auch noch siegreich beendet. Die haben die Tschechen zusammengetreten, dass die nicht mehr laufen konnten. Das ist ganz einfach. Und auch gegen Österreich sind sie genauso vorgegangen. Da kannten sie auch keine Freunde mehr, sondern das war wirklich eine Weltmeisterschaft, die im Grunde ein einziger Skandal war. Und der Sieg der Italiener war von vornherein sozusagen eingepreist in die Vergabe der Weltmeisterschaft an Italien. Mein Bruder hat ja vorhin erwähnt, Italien Diktatur, nicht? Na klar erwarten Diktaturen, wenn sie schon so viel Geld investieren, einen entsprechenden Ertrag. Aber die Italiener waren auch nicht schlecht, das kann man nicht sagen. Aber nein, aber die haben diese Argentinier, der dann eingebürgert worden ist, der Name fällt mir jetzt auch nicht ein, der alle zusammen, der Beinbrüche zum Teil verursacht hat, nicht? Also wirklich unglaublich. Ja, die berühmte Geschichte, dass die Italiener dann nach England reisten, um gegen England zu spielen. Und eine der ersten Aktionen der Engländer war, diesen Spieler kampfunfähig zu machen, um es mal militaristisch auszudrücken. Die haben zusammengetreten, da musste er vom Platz getragen werden. Und dann hatten die Engländer ein leichtes Spiel. Also das ist schon echt spannende Geschichte, wenn man heute über Unfairness im Fußball redet. Also, da ging es damals ein bisschen anders dazu. Das ist ja auch eine schöne Geschichte von Hugo Meisel, wie er seine Spieler einstimmt auf den Gegner England 1932 in Stamford Bridge, dass er sagt, also Leute, spielt wunderbar, so gut ihr könnt und vor allem denkt daran, ihr braucht hier keine Angst haben. Die Engländer, die spielen zwar ziemlich körperlich, aber sie spielen fair. Ganz anders als in Österreich, wo ihr dauernd damit rechnen müsst, dass euch einer hier ins Schienbein tritt. Also man sollte das schon auch sehen, das Fußball damals war sehr stabil, ne? Also das war scharf, wie es man so damals sagte, ja. Dann ist das letzte Kapitel eures Buchs Der Tod eines Fußballreisenden. Am 17. Februar 1937, im Alter von 55 Jahren, hörte das Herz von Hugo Meisel aufzuschlagen. Was ist über die Umstände bekannt? Ja, also es ist bekannt, dass er sozusagen an seinem Schreibtisch bei einem Gespräch mit einem hoffnungsvollen Nachwuchsspieler plötzlich zusammengebrochen ist und dann wurde sein Tod festgestellt. Also er ist sozusagen nicht auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen, sondern im Büro, aber zumindest bei der Arbeit. Viel mehr wissen wir nicht. Also das, was genau, ob es ein Herz ist, ein Herzinfarkt ganz sicherlich. Er hat ja auch sehr ungesund gelebt. Er hat sich schlecht ernährt, er hat sehr, sehr, sehr viel geraucht. Aber trotzdem ist auch für mich heute noch schwer verstehbar, wie es sein konnte, dass er mit 55 Jahren bereits gestorben ist. Naja, war ja auch
nicht nur starker Raucher, sondern auch starker Kaffeetrinker und war so ein richtiger Workaholic. Also das ist, also wenn ich so seinen Tages, was er alles so gemacht hat in seinem Leben, dann werde ich ganz neidisch, werde ich nicht, ich bin älter geworden, aber das würde ich nicht fertig bringen, gell? Das ist schon enorm. Das ist so ein Typ, der einfach sich, ja, letztendlich hat sein Leben sehr, sehr ausgeschöpft. Wo fand Hugo Meisel seine letzte Ruhe? Im Zentralfriedhof. Und zwar hat er dort ein Ehrengrab. Und zwar im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Am vierten Tor ist das. Es gibt vier Tore. Das letzte Tor ist es. Was waren denn die Reaktionen der Fußballwelt auf diesen Verlust? Ja, das war schon, es geht ihnen genauso, ging ihnen genauso wie uns. Das mit 55 Jahren stirbt man nicht. Ne? Und das war schon, da war eine sehr berühmte Persönlichkeit. Das ist einfach in Österreich vor allem, da war wirklich eine, wie heißt das so schön, weltberühmt in Wien. Ja, das ist also, und natürlich außerhalb der FIFA auch, man kannte ihn. Und man hat sehr viele Kontakte zu ihm gehabt. Er war ja zwar ein bisschen weniger in der FIFA aktiv, 37, aber vor 36, 37, aber bei Olympischen Spielen war er ja dabei. Also ich denke mir, das war schon ein großer Verlust, auch ein menschlicher Verlust für die meisten von denen. Aber es ging dann erstaunlich schnell, dass man ihn vergaß, habe ich den Eindruck. Wobei natürlich die deutsche Geschichte da eine erhebliche Rolle spielte. Also 38 durch diese, ja, ich habe das so ein bisschen lustig gesagt vorhin, also durch die Besetzung Österreichs oder die Einnahme Österreichs wurde ja Hugo Meisel so Unperson. Das ist eine Geschichte, dass er praktisch nicht mehr erwähnt werden durfte, sein Name nicht mehr erwähnt werden durfte. Und das hat schon eine Rolle gespielt, wie auch für andere, also die einfach dann ausgestoßen wurden, ja. Ja, und umso schlimmer ist es ja, wenn das danach nicht geändert wird, ne? Also, dass man das Gefühl hat, dass dann auch danach relativ wenig über ihn gesprochen wurde oder nicht so in der passenden Art und Weise. Ja, das ist ein Phänomen, was also uns auch sehr, sehr, sehr überrascht hat. Also ist tatsächlich so, dass der Hugo Meisel in den 50er Jahren praktisch vergessen war. Und ich weiß noch, wie wir dann unser Manuskript fertig hatten und einen Verlag gesucht hatten. Da habe ich einen bekannten österreichischen Verlag angeschrieben und der Schollnay hieß der, Schollnay. Und der hat dann sehr freundlich geantwortet, ja, natürlich weiß er, wer Hugo Meisel war, aber er hat unter seiner Belegschaft mal nachgefragt, unter den jungen Männern, wem der Name Hugo Meisel noch was sagt. Und fast niemand kannte den Namen. Das heißt, Hugo Meisel war vollkommen vergessen. Das war jetzt allerdings Ende der 90er Jahre schon. Aber Hugo Meisel wurde eigentlich erst nachdem unser Buch erschienen ist, wieder entdeckt. Da gab es bei der FIFA irgendeine Seite, der bekanntesten Trainer, der 10 berühmtesten Trainer aller Zeiten. Da tauchte plötzlich Hugo Meisel an zweiter Stelle auf. Und plötzlich war er wieder im Gespräch. Aber lange Zeit, und das ist in Österreich, weiß nicht, ob es in Deutschland vergleichbare Fälle gibt, aber in Österreich ist uns aufgefallen, so eine Art Amnesie, die da eingetreten ist. Das heißt, die Verdrängung der Tatsache, dass da eben ein Trainer namens Hugo Meisel war, der Jude war, die Verdrängung war offenbar sehr erfolgreich. Er hat viel beigetragen zu seinem etwas Wiedererinnern, hat er die Europameisterschaft 2008 beigetragen. Also dadurch, da hat man dann wieder sich ein bisschen die Geschichte Österreichs und österreichischer Fußball und da hat man sich erinnert, dass Österreich mal Europameister war. Und da kam der Hugo Meisel wieder auf. Außerdem gibt es natürlich seit Ende der 90er Jahre so eine Art Renaissance einer ernstzunehmenden Fußballgeschichtsschreibung. Gerade auch in Österreich, da denkt, da hat der Herr Weißkram auch schon was Positives beigetragen gehabt, aber so Madertana und die ganzen Leute. Und das hat natürlich auch einiges geändert. Und außerdem erinnert man sich unliebsame Personen immer dann, wenn alle tot sind, die ihn kannten. Das ist immer so eine Geschichte, da kann man drüber schreiben, da kann man sich, das ist einfacher. Und das ist die österreichische Geschichte überhaupt, das ist das Problem des österreichischen Beteiligung am Nationalsozialismus. Das hat, es braucht dann 70 Jahre, dann 60 Jahre, dann sind alle tot und dann kann man wieder schreiben und sich erinnern. Letzte Frage zu dem besonderen Menschen Hugo Meisel, der nachdrückliche Spuren hinterlassen hat. Was ist denn das Erbe, was er der Fußballwelt hinterlassen hat, Andreas? Also rein formal kann man sagen, die Weltmeisterschaft und die Champions League. Die gehen also
nicht alleine, aber ganz, ganz maßgeblich auf ihn zurück. Die Idee, internationale Wettbewerbe zu veranstalten, das ist seine Idee gewesen. Also das ist eins, was bleibt. Und das andere, ja. Der Hugo-Meisel-Weg, ne? Ja, das ist, also das ist richtig. Also es ist praktisch sozusagen, materiell ist praktisch nichts von ihm übrig geblieben. Das Hugo-Meisel-Museum im Stadion der Austria, das ist das Einzige, was wirklich materiell von ihm noch geblieben ist. Seine Art des Auftretens, sich schick anziehen, das machen manche Trainer heute auch noch. Und das, gerade italienische Trainer, ist mir aufgefallen, dass die da in offenen Anzug dann antreten. Das ist vielleicht noch ein Erbe von Hugo Meisel, dass man sich für solche Veranstaltungen eben nicht in Trainingsanzug steckt, sondern sich ordentlich anzieht, weil man da was vorführt, wie eine Oper. Und das, die Inszenierung, das ist etwas, was Hugo Meisel zumindest mit erfunden hat. Also Sport als Inszenierung. Wobei ich mir immer ein bisschen überlege, also bitte nicht falsch verstehen, wenn das natürlich in so einem Vereinsmuseum ist, dann ist das auch immer so dem Verein zugeordnet. Und natürlich hat er eine Verbindung, ne, zu den Amateuren. Und dann, aber das ist, was er geleistet hat, ist ja größer. Also sowohl was Europa angeht, als auch was Österreich angeht. Und das wird ihm dann ja da nicht gerecht. Also das soll, bitte nochmal, um das nicht falsch zu verstehen, das soll nicht das Engagement derjenigen, die sich rund um die Geschichte der Austria engagieren, schmälern und die das eben auch dafür verantwortlich waren, dass es im Austria-Museum da einen Platz gibt. Das ist ja wichtig und richtig. Aber eigentlich ist ja Hugo Meisel viel größer. Ja, da muss man natürlich noch den Hintergrund dazu wissen. Das Problem war nämlich, nachdem unsere Tante, was wir vorhin erzählt hatten, dement geworden ist und die Wohnung verlassen musste, da war unser Plan natürlich gewesen, das wird ein Hugo-Meisel-Museum. Wir werden die Wohnung, so wie sie ist, praktisch als Museum einrichten, vielleicht noch verbunden mit dem Waschsalon, der im Karl-Marx-Hof auch noch war. Und sozusagen, diese Wohnung war ja im Originalzustand geblieben. Da ist ja praktisch nichts verändert worden, außer dass ein Bad eingesetzt wurde, ein Badewanne reingebaut wurde. Aber sonst waren die alten Böden drin, es waren die alten Fenster drin, es waren die alte Zimmeraufteilung drin. Das hätte man wunderbar als eine Museumswohnung des Karl-Marx-Hofes machen können. Und dann hätte man als zweites auch noch Hugo Meisel dort dann ehren können in diesem Museum. Und diese Idee haben wir lange Zeit sehr intensiv verfolgt und die Presse hat sich dann auch dafür eingesetzt, für den Erhalt dieser Wohnung und für die Gestaltung des Museums. Aber irgendwann kam plötzlich eine Mauer der Abwehr und des Schweigens und dann ging das nicht weiter. Vorher hatte der Bürgermeister selbst sich noch gemeldet und mitgeteilt, ja, er wird sich dafür einsetzen. Aber dann war irgendwie bei der Wohnungsgesellschaft wahrscheinlich jemand dabei, der sagte, das machen wir überhaupt nicht. Das ist eine normale Wohnung, die wird wieder vermietet und fertig. Und dann erst, nachdem also in der Presse auch darüber berichtet wurde, dass die Wohnung von Hugo Meisel jetzt verlassen werden muss und dass diese ganzen Hinterlassenschaften von ihm dann verschwinden werden, daraufhin hat sich jemand gemeldet von der Austria, der halt Kaltenbeck, und hat gesagt, wir machen das. Wir haben ein Kino da hinten, das bauen wir um zu einem Hugo-Meisel-Museum. Und insofern, ja, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das ganze Hugo-Meisel-Museum im Karl-Marx-Hof stattgefunden hätte und zu sehen wäre, aber wir können der Austria nur dankbar sein dafür, dass sie sich da die Mühe gegeben haben, dieses Wohnzimmer von Hugo Meisel zu rekonstruieren. Dann frage ich mal so direkt, dass man das nicht zusammenbekommt, so die Leistung von Hugo Meisel, das Vermächtnis. Ihr habt es schon mal so erklärt, dass natürlich mit der Zeit zu seinem Tod und dann im Prinzip das Einmarsch der Deutschen bzw. Anschluss Österreichs, dass das zeitlich sehr nah zusammenhängt. Aber hat das etwas damit zu tun, dass er Jude war? Also zumindest mal in der Anfangszeit auf jeden Fall. Das hat schon damit zu tun, dass eben der österreichische Fußball, oder der Profifußball und auch das, was Hugo Meisel, wofür er stand als Verbandskapitän, ab 1938 einfach totgeschwiegen wurde.
Und es gibt ein interessantes Bild. Also im Jahr 1946 hat ein kommunistischer Maler, der war auch in Emigration, hat ein Bild gemalt von diesem Ereignis an der Stamford Bridge, also bei diesem Spiel gegen England im Dezember 1932, und hatte versucht, diesen Mythos wieder aufleben zu lassen. Da sind alle Spieler drauf, auch ein paar, die nicht gespielt haben. Hugo Meisel ist drauf, es stimmte nicht alles genau, aber er hat diesen Mythos versucht, neu zu gestalten in einem riesigen Bild. Das ist also, was weiß ich, 3x4 Meter oder sowas. Und das hing ursprünglich dann irgendwo, glaube ich, im Stadion, also im jetzigen Ernst-Happel-Stadion. Und dann verschwand es irgendwo in den Katakomben des Wien-Museums. Und da blieb es dann nicht mehr aufgehängt, im Grunde bis 2008, also bis zur Europameisterschaft. Und das ist so ein Symbol dafür, dass es so etwas gab wie eine Erinnerung daran, dass da eine Zeit des Fußballs war, die stark von Juden geprägt war. Aber dass man das doch in den 50er Jahren schnell wieder vergessen wollte. Es gibt ja diesen Leo Schitrowitz, übrigens kein sehr guter Freund vom Hugo Meisel, der ja auch Jude war, der emigrieren musste und überlebt hat, der dann im Fußballverband wieder eine Rolle spielte, oder dieser Freund vom Hugo Meisel, der Schwarz, der auch Jude war, der durch Zufall in Frankreich im KZ überlebt hat, die dann wieder Präsident wurden und die eine Rolle spielten im Fußball. Aber es endete dann sehr schnell. Es war Ende der 40er Jahre so eine Art von Rückerinnerung, und dann endete es in den 50er Jahren. Das ist ein Phänomen, das wir in Deutschland genauso haben. Dann hatten wir andere Sachen zu tun. Also die Österreicher fühlten sich doppelt als Opfer, die Deutschen nur einfach, aber als Opfer fühlten sie sich gleichermaßen. Und dann waren die Orientierungen anders. Und dann war diese Vorgeschichte war dann weg. Das kam dann ganz spät erst wieder. Das ist eine eigene Geschichte dieser Verdrängung, des Leistungen der Deutschen und der Österreicher hinsichtlich dieser Zeit von 33 oder 38 und 45. Und Hugo Meisel war natürlich ein Teil dieses Verdrängungsprozesses als Jude. Ich denke, mir hat das schon was damit zu tun. Weiß nicht, wie du es siehst, Wolfgang. Ich kann dem nur zustimmen. Das ist ganz sicher so. Ja. Man kann es ja noch weiterführen. Also es war ja so, dass alle Deutschen oder fast alle Deutschen, fast alle Österreicher genau wussten, was mit den Juden passiert ist. Und nach 45 gab es ja auch Umfragen, auch ich weiß von Österreich, von Wien, gab es eine Umfrage, wie sie sich dazu stellen, ob die Juden wieder zurückkommen sollten. Und die überwältigende Mehrheit der Wiener stimmte dagegen. Also die waren ganz eindeutig, ich glaube 70% oder 75% waren der festen Überzeugung, also die Juden, die sollen auf keinen Fall wieder zurückkommen. Also der Antisemitismus und damit auch die Verdrängung von all dem, was die Juden geleistet haben, war natürlich massiv. Umso wichtiger ist, dass man das Wirken und Schaffen von Hugo Meisel immer wieder beleuchtet und darüber berichtet. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr dieses wunderbare Buch geschrieben habt. Ich kann das den Hörerinnen und Hörern nur sehr empfehlen. Im Verlag Die Werkstatt ist es verfügbar und gibt einen umfangreichen Einblick in die Geschichte des Fußballs und eines Visionärs. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für die umfangreichen Erklärungen rund um das Schaffen von Hugo Meisel. Wir hätten noch viele Minuten, viele Stunden darüber reden können, aber wir wollen den Hörerinnen und Hörern natürlich auch den Buchgenuss nicht vorenthalten, denn dort gibt es noch zahlreiche Informationen. Habt ganz herzlichen Dank. Gerne. Okay, Dankeschön.